Der Besenwagen fährt für dich immer pünktlich an deiner gewohnten Haltestelle. Für die Fahrer allerdings ist oft bis zur letzten Sekunde nicht sicher, wo die Fahrt hingeht und wo die Piloten einzusammeln sind. Genaueres dazu gibt's gleich. Wir holen dann heute nämlich nicht wie geplant den Gorilla ab, sondern gehen in Afrika auf Safari. Und dich nehmen wir mit. Anfahrt übers Kopfsteinpflaster. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Egal wo auf der Welt, Rafa ist mit dabei im Besenwagen. Wer sich gewundert hat, warum wir am Montag nicht haufenweise Content rausgeschoben haben von unserer legendären Fahrt durch die Eifel, da liegt das daran, dass sich ein Mitfahrer kurzfristig dazu entschieden hat, Urlaub zu machen und jetzt in Südafrika Mountainbike fährt. Ja. Urlaub, das ist Geschäftsreise. Also hier, ja? bei Geschäftsreise muss man eigentlich auch mal Business sitzen, weil das heißt, das wird abgesetzt. Haben die Jungs dir das gegönnt? So groß ist die Firma noch nicht, aber ich glaube, hier wurde ein Grundstein gelegt, die Firma stabil zu vergrößern. Ja, keine Ahnung. Ich habe es jetzt schon tausendmal erzählt, aber ich habe immer gesagt, so, wenn es freitags nach Sieg aussieht, buche ich einen Flug. Und freitags abends habe ich dann einen gefunden und auf Buchen gedrückt, als sie im gelben Trikot waren. Und nach glasklarem Sieg alles aussah. Ja, am Samstagmorgen war es dann nicht mehr so. Wir können jetzt gleich mal fragen, woran es gelegen hat. Aber ich dachte mir, okay, das ist trotzdem so geil gewesen. Dann ist ja gut. Ich hatte schon ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich Abfahrt. Ja auch gesagt habe, du musst unbedingt hinfliegen. Und als ich am nächsten Morgen da in Belgien aufgewacht bin und das Ergebnis mir angeguckt habe, dachte ich, oh fuck. Du hast schon hart influenced auf jeden Fall. Aber ja. Ich glaube, das sagst du auch. Muss man sagen. Ja, das dachte ich auch. Ohne Scheiß, samstagsmorgens kam ich mir kurzzeitig richtig blöd vor. Aber das war schnell gegessen. Also wir erklären das später. Ich sitze jetzt auf jeden Fall in Stellenbosch in einer stabilen Villa. Speed Company Racing, der Betrieb, dem ich auch angegliedert bin, ist hier, ja, weiß auch nicht, so, das sind schon Stars hier mittlerweile. Wir latschen hier rum, ich glaube, wir haben noch nichts bezahlt hier und werden dauernd angequatscht für Fotos, ich natürlich nicht, die Boys, ist schon geil. Das war auf jeden Fall auch zu viel Dramatik für mein noch sehr junges Herz. Als ich da morgens aufgewacht bin und nicht mehr wusste, was eigentlich passiert ist am anderen Ende der Welt, aber da kommen wir später zu. Ich dachte, ich habe gerade eine mega, ja. Doch, Emotion. 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 Ich hatte auch Emotionen. Neben der Dramatik in Südafrika gab es für mich ganz viele Emotionen in Belgien. Ich habe mir quasi selber zum Geburtstag eine Reise zu Regen und Matsch geschenkt und habe das Wochenende beim E3-Preis und Gent-Wevelgem verbracht und leider den Andi gar nicht gesehen. Wir waren beide beim gleichen Rennen. Wir waren immer jedes Mal unmittelbar hunderte Meter voneinander entfernt, aber irgendwie haben wir mich zueinander gefunden. Echt? Ihr habt euch gar nicht, seid euch gar nicht über den Weg gelaufen? Nee, gar nicht. Also wirklich gar nicht. Und krass. Ja, ich muss sagen, also ich meine, ich liebe ja Radsport eh, ne? Deswegen mache ich an einem Tag wie heute auch immer noch mit 37 Jahren Double Threshold Day. Aber Radsport ist wirklich geil, Mann. Also wenn du dann nach Belgien fährst, am ersten Tag, also mit dem E3-Preis bin ich zuerst zum Quaremont gefahren und dann ins Ziel. Und du kommst dahin, überall parken die Autos, du hörst schon die Leinwand von weit weg, du riechst das Bier. Und Urin im Mix, ja, das riechst du halt schon, wenn du da irgendwie ankommst. Ja, ist ja ein und dasselbe am Ende. Am Ende ist es immer ein und dasselbe. Und stellt sich dann da so ran und dieses ganze Tubabo so darum, bevor die vorbeikommen, weißt du, ist eine halbe Stunde vorher, kommen schon die ersten Autos, weißt du, dann nochmal der Polizeistaffel, Pipapo, dieser ganze Vorlauf und so, die ganzen Geräusche, auf die Andi irgendwann auch noch zu sprechen kommt. Und dann siehst du den Helikopter, dann weißt du, okay, jetzt gleich kommen die. Und diese ganzen besoffenen Belgier, und da muss man eigentlich, glaube ich, da muss man auch nicht gendern, weil es sind meistens Männer, die da besoffen sind und sich nicht mehr an sich halten können. Das ist einfach so geil. Und du fragst dich die ganze Zeit,
warum stirbt eigentlich nicht regelmäßig jemand und wird vom Auto überfahren? Weil der Konvoi, die ballern da ja vorbei, ey, und die Jungs sind alle hart gestrammt, ne? Also die stehen da mit ihren Kästen oder mit ihren Pappbechern und das ist ja wirklich ja meistens eine Millimeterarbeit, ja, dass die nicht erwischt werden. Aber dann kommt das Fahrerfeld vorbei und es ist einfach so geil, wie die alle angeschrien werden. Das ist so, so krass. Und dann hast du natürlich vorne auch noch so Wout und genau, der hat, in dem Moment hatte Tadej Pogacar attackiert mit Mathieu am Hinterrad und Wout hatte eine kleine Lücke. Alter, und das war so laut, das war so geil. Also so wirklich einfach. Paul ist richtig Radsport-Fan geworden das Wochenende. Man hat es vorher schon gemerkt. Richtig hyped gewesen. Ja, Mann, und dann danach zum Auto gesprintet, wie die Hälfte der anderen Leute, damit man noch, bevor die Straße wieder zugemacht wird, runterfahren kann, den Quaremont, weißt du, die breite Straße, Richtung, Richtung dem Ort unten, und dann zum Ziel zu fahren. Ey, und einfach Verkehrsregeln gibt es da nicht, alles am Rumballern, Polizei winkt dich durch. Dann kommst du da zum Ziel und da nochmal genau das Gleiche, alle am Rumschreien, alle am Ausflippen, alle am Saufen. Und ich... Ich stand dann so ein Kilometer. Ich stand dann so ein Kilometer vor der Ziellinie entfernt. Also die sind nochmal an uns vorbeigefahren und dann hat man die Ziellinie gesehen von weit entfernt. Und du musstest nicht irgendwo hinschauen, um zu wissen, wer gewonnen hat. Weil du hast den ganzen Sprint an der Lautstärke gehört. Also wie halt, ich weiß nicht, Andi, du warst ja auch da, ne? Zum Zielsprint? Nee. Du hast dann So wie der Sprint eröffnet wurde, ging es so durch Wellen. War quasi ein Geklatsche oder Geschreie. Und dann am Ende hat, als Wout dann halt quasi vorne war im Sprint und siegt, wurde es dann so richtig laut. Und das war so geil. Einfach unglaublich cool. Und dann die kleinen Jungs und Mädchen da überall die Flaschen haben wollen, die Fahrer anfassen wollen und so. Und dann auch bin ich von Quaremont, wie gesagt, rübergefahren und da fährst du an einer Gruppe vorbei von Ausgestiegenen mit Peter Sagan drinne. Also irgendwie, keine Ahnung, alles große Namen, weißt du? Also irgendwie Topstars des Sportes. Alexander Christoph fährt ganz alleine auf der Straße zurück. Auf dem Radweg fährt Mika Kwiatkowski. Weißt du, siehst da Leute, die verdienen Millionen in dem Sport und denkst du, die fahren halt gerade einfach mit einem Straßenverkehr zurück zum Start und dann in so einen Bus reinzugehen und dann versuchst du das Leuten zu erklären, die mit Radsport sonst nichts am Hut haben. Und das habe ich dann versucht und meinte, stell dir mal vor, ein Fußballspieler würde nach einem Spiel, Bayern gegen Real Madrid, wie auch immer, sagt dann, ich falle nachher jetzt mit der Straßenbahn nach Hause. Und so ist das ja ungefähr, weißt du? Im Fußballtrikot noch. Im Fußballtrikot. Und das ist einfach so geil, diese Nähe, die du auf einmal zu diesem Sport hast und zu diesen Stars. Und dann hinter mir im Sudal Quickstep Auto saß auf einmal Alaphilippe. Ich halte so eine Ampel und dachte zuerst, Fabian sitzt da im Auto, bis ich dann gesehen habe, das ist Alaphilippe. das Auto voll mit ausgestiegenen Fahrern. Du hast dann gesehen, wie sie rumgestikuliert haben. Ich war dann kurz so richtig Radsportfan und dachte, ich mache mal ein Foto von denen. Und dachte aber, nee, ey Paul, hast den Sport auch mal gemacht auf dem Level. Das machst du jetzt nicht. Aber ich wollte kurz mich umdrehen und ein Foto von ihm machen. Finde ich gut, Paul. Und, du warst nämlich wirklich mal einer selber davon. Das wollte ich dir nur sagen. Ja, ich weiß. Und das ist so geil, Mann. Und also einfach bester Sport. Also diese Nähe zu diesen Stars. Mir fällt gerade wirklich kein anderer Sport ein, wo du wirklich so viel unmittelbare Nähe hast. Ne? Auch dann irgendwie nach dem Ziel mit den ganzen Bussen und so. Man vergisst das ja ganz schnell, wenn man es immer nur am Fernsehen schaut, weil du es merkst ja, das kriegst du ja nicht mit. Aber das ist so geil und man sieht, warum aus Belgien so viele RennfahrerInnen kommen. Also das ist halt, du gehst mit den Kindern, stellst dich an den Streckenrand, Alter, und das ist ja irgendwie dreimal die Woche der Fall im Frühjahr. Das ist so geil. Du kriegst ja auch einen ganz anderen Respekt dann als Sportler da. Ja, ja. Die Leute finden dich halt einfach auch direkt geil. Das ist ja in Deutschland bisher einfach nur das Hindernis im Verkehr als Fahrradfahrer, sonst nichts. Jetzt warst du auch nur in Anführungszeichen beim E3 und bei Gent-Wevelgem. Jetzt am Sonntag bei der Flandern-Rundfahrt, da ist das Ganze ja nochmal das Doppelte oder Dreifache. Also da geht es ja richtig ab. Da hast du dann halt wirklich sonst niemanden mehr auf den Straßen oder so. Die Autobahnen sind komplett leer. Auch geil, so die ganzen
was die Fahrer nach dem Ziel machen, ey. Wie gesagt, man vergisst das halt einfach, ne? Also man weiß ja immer selber in der Situation, aber ich hatte halt nie meine Freunde nach dem Radrennen irgendwo stehen. Und in Belgien ist ja, es ist halt, ist mir auch aufgefallen, dass ja wirklich so Fahrer, Frauen, ist ja so eine eigene Gattung da, ne? Also auch medial. Vor, nee, genau, beim E3-Preis, am Abend kommt dann ja auch auf jedem belgischen Programm, ne, kommt dann ja auch nochmal das Rennen. Also du kannst das ja durchschalten durch die News überall. Und da haben die nur die Fahrerfrauen interviewt. Da gab es so einen Sender, da waren auf einmal 5 oder 6 Fahrerfrauen und Freundinnen. Und die haben, die wurden dann interviewt und haben Analysen gegeben zum Rennen. Vor allem auch die Frau, ist Wout verheiratet? Ich weiß gar nicht. Ja, ne? Weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall die, von ihm, die Freundin, der hat eine sehr lange Einschätzung gegeben, genauso von Yves Lamparts Freundin und so, und das war voll geil, so halt, so wie bei uns so Spielerfrauen. Nur, dass sie halt im Match rumstehen und nicht in der VIP-Lounge. Ja. Naja, da gibt's auch welche, die in der VIP-Lounge rumstehen. Die da jetzt nicht, die standen eher auf der matschigen Wiese. Boah, ich ja, auch. Aber ich habe mir richtig krass die Schuhe versaut. Aber selbst schuld. Ist hier, du standst, warst du nur irgendwo, wo es so richtig laut war, oder warst du auch irgendwo, dass du die mal so vorbeifahren gehört und gesehen hast? Ja, Gent-Wevelgem, ne? Da war es, als wir da waren bei der U23, war es halt noch relativ entspannt. Und sonst, nee. Also, das war halt, ich hatte vor, ein bisschen mehr zu hoppen, aber ich war halt auch nicht allein unterwegs und wollte jetzt auch nicht so an Eindrücken so eine Überladung dessen irgendwie. Aber ich fand, ey, ganz ehrlich, Mann, das war aus Berlin echt verdammt weit, ne? Also das sind irgendwie 800 Kilometer oder so, aber allein nur die 5 Minuten da am Haute Quaremont haben sich halt schon gelohnt, weil du auf einmal wieder merkst, was Radsport einen selber bedeutet und wie großartig dieser Sport einfach sein kann. Ja. Ich stand auch zweimal an einer Stelle, wo nicht so viele Zuschauer waren und die Fahrer trotzdem relativ langsam vorbeigefahren sind. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie die ganzen Ketten gequietscht haben. Die waren alle so trocken. Ich meine, es hat ja immer geregnet, mal war es wieder trocken. Mhm. Da gab es ja dann auch noch im Finale die Szene, wo sich Wout van Aert verbotenerweise, muss man ja sagen, die Kette ölen lässt aus dem Auto. Mal wieder eine UCI-Regel. Echt verboten? Ja klar, normalerweise hätte er disqualifiziert werden müssen. Du darfst nicht dich aus dem Auto rauslehnen. Das ist allein schon verboten? Ach so, das war früher mal erlaubt, ne? Ja, aber das ist aber schon geduldet, ganz, glaube ich. 4 Jahren ist es. Ja, nicht aber mehr jetzt erlaubt, ist es richtig, ne? Verboten und die Konsequenz wäre eigentlich eine Disqualifikation gewesen. Aber ja, UCI hat natürlich auch wieder einfach so die eigenen Regeln missachtet. Aber ich fand es krass, also wirklich und das ganze Feld, was da vorbeigekommen ist, aber die Ketten, die waren so trocken, Wahnsinn. Ja, da in dem Zusammenhang ist halt auch wieder geil die Pressemitteilung, ja, ey, don't ruin cycling oder sowas. Und denk mir halt, ja gut, aber ich meine, das sind halt die Regeln. Du kannst, also die Aussage, das passiert bei allen anderen Rennen die ganze Zeit, also legitimiert ja das nicht. Ne? Also das ist halt vor allem auch so, also das auch so im Fernsehen so zu machen, ist halt auf jeden Fall auch hart. So, das, ja. Ja, ist ja dauernd Fernsehen da. Andi, du meintest noch, die haben die Bremsbeläge alle weggebremst in einem Rennen? Ja, das war dann aber beim Rennen Gent-Wevelgem, da hat es ja wirklich eigentlich fast durchgehend, war es ja nass. Da war auf jeden Fall ein Fahrer dabei, der dann nach dem letzten Überfahrt Camelberg in der Abfahrt auf einmal keine Bremse mehr hatte. War mir auch neu, dass die Dinger so schnell abbremsen können. Ich dachte, das wäre so, man kennt das ja so von den Bremsgummis, dass die mal bei richtig schlechtem Wetter mal gut runterbremsen können, wenn man lange unterwegs ist, aber dass das auch bei Scheibenbremsen so ist, zumindest neu. Ja, aber die meisten fahren ja auch organische oder so mixed, ne? Ich weiß nicht, wie das denn genau heißt, aber also du kannst organische, metallisch oder halt so ein Mix-Produkt fahren und das fährt sich halt schnell runter. Aber selbst, glaube ich, die metallischen ist ja auch bei, ich glaube, Cape Epic hatten die ja auch Probleme an den Regentagen, dass die runter waren, selbst die metallischen, die normalerweise so länger halten. Ja, das ist halt so, ne? Also ich meine, bei so einem Rennwagen sind die Scheiben auch runter, ne? Weil das Performance-Material ist nach einem so einem Rennen und ich finde das jetzt normal. Also, wenn du zu Hause trainieren fährst, dann kannst du ja ewig mit so Scheiben fahren, wenn du nicht gerade im, keine Ahnung, UK wohnst, wo du Berge hast plus Regen die ganze Zeit. Ja, jetzt nimmt mich mal mit durch die Ergebnisse.
Ich habe nämlich dieses südafrikanische Rennen hauptsächlich verfolgt letzte Woche und war da so ein bisschen hyped, dass ich den anderen Sport, natürlich habe ich Ergebnisse gelesen, aber wie ist es ausgegangen, bis auf die Kontroverse mit dem Sieg verschenken? Ja, also E3 fand ich jetzt das erwartete Rennen und was ich interessant finde ist, jetzt so auch, nachdem man Gent-Wevelgem gesehen hat, dass er eigentlich, wenn Mathieu nicht da ist, also vor allem Mathieu nicht da ist, dass Jumbo-Visma wirklich gar keine Konkurrenz hat. So. Und sobald Mathieu da ist, ist das Team auch irgendwie anders aufgestellt. Also ich meine, der Søren Krogh Andersen, muss ich sagen, der macht halt einen krassen Job, jetzt die letzten beiden Rennen, ne? E3 und Sanremo. Und UAE war jetzt auch nicht schlecht bei E3. Und ja gut, Gent-Wevelgem muss man, glaube ich, gleich nochmal separat drüber reden, weil das war irgendwie echt ein mega komisches Rennen bei den Männern und bei den Frauen, fand ich. Aber sonst, ja klar, also E3 gewinnt Wout im Sprint vor Mathieu und Tadej Pogacar. Aber du hast im Rennen halt schon gesehen, dass Tadej an den langen Anstiegen, so gerade Oquaremont, also ja, der Stärkste, aber nicht stärker als Mathieu war. Also ja, kommt Mathieu nicht abhängen. Und Wout hat da seine Probleme. Aber man hat auch gemerkt, dass Wout gelernt hat aus den Fehlern, die er sonst immer macht mit Mathieu, halt Sprints aus zu geringer Geschwindigkeit und zu kurz. So, und jetzt war halt, der Sprint bei E3 war ja ein relativ schneller Sprint und da ist ja Wout in der Regel auch immer besser. So. Ja, aber war ein gutes Rennen, fand ich, E3. Also könnte man sich gut angucken. Ja. Ja, immer so ein bisschen die kleine Flandern-Rundfahrt oder so der direkte, die Generalprobe. Also man kann da schon immer gut eine Prognose stellen, wer ist jetzt wirklich bereit für die große Runde. Und also dass Van Aert am Quaremont mal so ein bisschen ein Loch hatte und dann muss man ja auch oben sagen, ist das Motorrad gestürzt und die beiden anderen mussten ein bisschen rausnehmen, da ist er dann wieder rangefahren. Hätte er da so 2-3 Meter Lücke gehabt, weiß ich jetzt nicht, wie das gelaufen wäre. Aber gut, gehört halt auch alles irgendwie dazu. Kam nochmal zurück. Jetzt ist die Flandern-Rundfahrt. Ich muss jetzt gerade nochmal nachgucken, weil ich die genauen Kilometer nicht weiß. Das Rennen ist nochmal 75 Kilometer länger. Das ist 273,4 Kilometer lang. Und ich glaube, da sehen wir dann doch nochmal ein anderes Finale. Also wenn Pogacar im richtigen Zeitpunkt da nochmal attackiert, so eine Stunde später, dann bin ich mal gespannt, mit wem er dann auf die Zielgerade fährt. Ja, also ich glaube, dass er mit Mathieu auf die Zielgerade fährt. Ich kann mir vorstellen, dass er überhaupt nicht da ist. Was ich auch jetzt im Vergleich zu Gent-Wevelgem, ich finde Jumbo-Visma ist, wenn alle am Start sind und alle voll geladen, also mit Mannschaftsstärke, ja. Und Vorsicht mit der Formulierung. Alle voll geladen. Ja, ich weiß, als ich gerade gesagt habe, dachte ich, okay, aufpassen, aber ich habe es natürlich trotzdem gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine jetzt nicht voll geladen mit Spritzen, sondern einfach volle Mannschaftsstärke und Form und so. Dann finde ich Jumbo-Visma nicht mehr beeindruckend, dann sind sie einfach gut. Aber sie sind natürlich überdurchschnittlich gut, wenn halt Mathieu nicht mehr da ist, ne, und Pogacar. Wie bei Gent-Wevelgem war ja einfach ein Witz, was die ja gemacht haben. Und was auch die anderen Teams, also es ist so, klar, es war auch ein Scheiß, war auch echt unangenehm, muss man sagen. Also ich habe auch gefroren und ich bin nicht Rad gefahren. wenn wir jetzt E3-Preis abschließen und dann zu Gent-Wevelgem rübergehen, ey, ganz ehrlich, bei den Männern, ich meine, die sind halt einfach losgefahren, ne, und dann waren halt dann weg. Und das Gleiche war eben bei den Frauen ja auch so. Das ist ja, Marlene Reuser kriegt da einfach, die arbeitet ja eigentlich gerade nur, fährt um die Kurve, hat ein Loch und fährt einfach weiter. Also die hat ja nicht attackiert und gewinnt dann das Ding mit 2 Minuten oder wie viel. Ey, das ist alles so, das war so absurde Rennverläufe, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Andi? Boah,
Also man konnte jetzt nicht so viel sehen, wie, ja, ob jetzt zumindest mal die vorne, wie viel die von den Autos oder Fahrzeugen profitiert haben. So ein paar Szenen gab es auf jeden Fall. Also wieder das gleiche Spiel, ne? Die sind vorne, dahinter ist eine Gruppe, die voll fährt, kommt irgendwie nicht näher. Im Gegenteil, also die verlieren halt erstmal 2 Minuten, das muss man sagen. Also am Kemmelberg konnte da keiner auch nur ansatzweise mitfahren. Aber dass dann so diese große Distanz einfach aufgeht und dann auch nicht kleiner wird, das ist so, ja, ein bisschen frustrierend, finde ich, als Zuschauer. Und es macht das Ergebnis halt auch irgendwie, es verfälscht das so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass die auch durchgefahren werden oder wie auch immer gewinnen. Ich will jetzt nie den Sieg eines Fahrers da kleinreden. Aber es wäre vielleicht nicht so dominant. Ja, das, vielleicht wären sie nicht mit 2 Minuten reingekommen, sondern mit 20 Sekunden und es wäre enger gewesen am Ende. Und sie hätten doch bis zum Ende fahren müssen und sprinten und nicht vorher das Rennen irgendwie absprechen können. Wenn was nicht passiert wäre? Du hast ja bei den Klassikern einfach immer unfassbar viele Motorräder und Fahrzeuge generell, okay, vor der Spitzengruppe fahren. Und wir haben ja jetzt das in einer Folge auch vor, also bei drei, vier Folgen habe ich ja da mal so ein paar Daten zu rausgesucht. Also es ist schon ein krasser Einfluss, den du da einfach hast. War dann die Gruppe hinten auch nicht direkt einig, dass dann erstmal so eine große Lücke aufgeht, aber dass die dann 2 Minuten rausfahren und auch ins Ziel bringen, obwohl hinten ja auch keine schlechten voll hinterherfahren. Das ist ja einfach so ein bisschen schade, weil sonst wäre es auch nochmal ein bisschen spannender gewesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Jumbo-Visma einfach ja, bei den Rennen, die nicht früh aufgehen, sage ich mal, bis zum Ende dann halt auch noch in einer guten Mannschaftsstärke immer anwesend. Mal sehen, wie die das am Sonntag bei der Flandern-Rundfahrt fahren. Ich denke, sie werden das Rennen kontrollieren erstmal und so gut wie alle frühen Attacken neutralisieren. Und dann werden am Ende auch wieder nur die Starken übrig bleiben. Und das sind eben wahrscheinlich die gleichen 3 Fahrer wie beim E3-Preis. Vielleicht, wenn es ein bisschen besseres Wetter ist, noch ein 4., den man so nicht ganz auf der Rechnung hatte, so wie Madouas letztes Jahr. Aber ansonsten, ja, es ist halt irgendwie müsste man da mal eine Lösung finden, weil man hat es ganz gut gesehen. Und Basti, du hast das Rennen jetzt nicht live geguckt. Als diese größere Ausreißergruppe vor dem letzten Mal Kemmelberg entstanden ist, zu der dann Fabio Jakobsen hinfahren wollte alleine. Und die hatte da vielleicht 40, 50 Sekunden. Und er fährt einfach los, wird von der Kamera natürlich eingefangen, fährt dann wirklich sehr nah hinter dem Kameramotorrad und fährt das Loch bestimmt 30 Sekunden ziemlich schnell zu. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht in der Regie durchgegeben wurde oder von einem Kommissär oder wie auch immer. Jedenfalls hat das Motorrad dann ein bisschen vorgezogen. Er stand im Wind und hat es nicht geschafft, die letzten 150, 200 Meter zuzufahren zu der Gruppe, sondern wurde wieder eingeholt vom Feld. Also man sieht da schon, wie viel Einfluss die ganzen Fahrzeuge einfach auf den Rennverlauf nehmen. Und ja, davon würde ich sagen, profitiert Jumbo-Visma, weil sie eben so stark sind und immer in der führenden Position sind. Also die bringen sich natürlich in diese Situation, das muss man sagen. Aber es wird natürlich immer, ja, die Spitzengruppe ist auf jeden Fall immer bevorteilt. Das finde ich ein bisschen schade, weil sonst muss man auch sagen, ganz ehrlich, die fahren da irgendwie 50 Kilometer in 2er Mannschaftszeit fahren gegen hinten 10 Mann. Wie soll das funktionieren? Also, so viel besser können die jetzt auch nicht sein. Warte noch 5 Jahre, dann gibt's Drohnen. Ja, gut, aber da hast du da oben 5 Drohnen durch die Gegend fliegen, also, oder keine Ahnung, wie viele. Ja, also, die geben keinen Windschatten dann, die müssen halt irgendwie auf ein paar Metern fliegen. Und ja, also ich fand, aber es nervt auf jeden Fall. Was ich jetzt auch mal wieder krass fand, so, das siehst du halt dann auch, ne, wenn du an der Strecke stehst. Wie viele Motorräder einfach sind, das ist ja Wahnsinn. Das ist der ganze Konvoi. Und auch als beim Oquarebond, ich war überrascht, wie
wenig, also da war eigentlich gar kein Abstand. Du hast die Motorräder gesehen und die Fahrer waren schon fast von den Motorrädern so eingekreist. Mhm. Ja, also du hast die Fahrer erst gesehen, als sie wirklich auf deiner Höhe waren. Und das fand ich dann halt schon sehr, sehr, sehr krass und einfach komplett unnötig. Ja, aber ich meine, also, den Unterhaltungsfaktor für den normalen Zuschauer, da macht es ja keinen Unterschied. Die meisten Leute, die wissen, wissen das nicht oder können es nicht nachvollziehen. Aber für mich ist es halt immer super frustrierend, weil du genau weißt, okay, jetzt steht die Gruppe und da passiert jetzt auch eigentlich nichts mehr, außer die hören halt vorne aus irgendeinem Grund auf zu fahren, ja, weil die Konstellation nicht funktioniert. Aber dass da nochmal dann was zugefahren wird, wenn da starke Leute sind, passiert ja eigentlich kaum. Also zumindest dieses Jahr ist das nicht passiert. Ja. Aber ja, weil wir gerade schon bei Thematik waren, auch dass die anderen Teams nicht so gut aussahen, finde ich krass, was bei Sudal Quickster abgeht. Wie die einfach gerade nicht mehr in der Lage sind zu performen, zumindest nicht bei dem belgischen Rennen. Ich meine, die haben Coppi Bartoli gewonnen mit wie heißt der? Rémi Cavagna. Nee, Mauro. Mauro Schmid. Mit? Ah, Mauro Schmid. Mauro Schmid, die Gesamtwertung, Rémi Cavagna, Zeit fahren und glaube ich noch eine Etappe. Remco ist gut gefahren im Katalonien-Rundfahrt. Die haben, können wir auch gleich noch zu neue Wattrekorde aufgestellt oder zumindest errechnete Wattrekorde. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so dass seitdem man Remco hat und man merkt, der kann irgendwie auch große Rundfahrten gewinnen, hat er jetzt auch schon getan. Dass so ein Switch stattfindet, aber man trotzdem noch die gleichen Erwartungen hat an das Klassiker-Team. Mhm. Ja, also diese früher, also ich bin da, mein Take ist, früher wären die mit den gleichen Fahrern, hätten die Rennen gewonnen oder wären besser gefahren. Ich glaube nicht, dass die Fahrer zu schlecht sind, die sie haben, aber einfach nur, wie sie sich aufstellen, wie sie sich darauf vorbereiten, dass da ein anderer Fokus ist, weil die Fahrer, die sie früher im Team hatten, waren sicherlich richtig gut, aber die wurden ja bei denen auch zu Klassiker-Stars. Ne? So Nicky Terpstra wurde erst bei denen zu jemandem, der auf einmal solche Rennen richtig gewinnen kann. Zdeněk Stuba wurde bei dem im Team zu jemandem, der relevant wurde. Ja? Und das Gleiche ist mit Yves Lampaerts, Seneschal und so. Aber gerade kriegen die irgendwie nichts so richtig auf die Kette bei diesen Rennen und sind da einfach nur so Nebendarsteller. Und das Team wirkt auch so ein bisschen verzweifelt, also auf mich zumindestens. Ja, es ist einfach auch krass, wie, also das ist natürlich für so ein belgisches Team die Zeit, wo die meiste Aufmerksamkeit generiert wird und dann riesen Rummel von der Presse halt gefahren wird. Ne? Das ist, ja, ich glaube, Lefebvre wird ja täglich irgendwie interviewt oder schreibt einen Blogbeitrag oder einen Kommentar in irgendeiner Zeitung. Das kann man sich, glaube ich, im Rest der Welt kaum vorstellen, wie krass das ist. Also jetzt auch diese ganze Diskussion, die entstanden ist, dass Wout van Aert beim Gent-Wevelgem den Sieg seinem Teamkollegen überlassen hat. Das wird dann nur so groß diskutiert, dass es sogar in die Radsport-Bubble bei uns rüberschwappt, weil ja, das ist einfach der Sport in dem Land und die wichtigen oder eigentlich nur die einzigen wichtigen Rennen des Jahres, vielleicht wenn nochmal ein Belgier bei der Tour de France vorne mitfahren wird, aber die Klassiker da am Anfang, danach wirst du beurteilt, also hatte Quickstep ein gutes Jahr, ja oder nein, das weißt du halt nach Paris-Roubaix und nicht, da kannst du halt die Katalonien-Rundfahrt gewinnen, da kannst du die Vuelta gewinnen, alles schön und gut, aber 3 Tour de France-Etappen. Ja, am Ende zählen die Klassiker. Ja. Und ja, ich meine, bei den Rennen sind halt so viele Kleinigkeiten, die entscheidend sein können. Und wenn du dann auch einfach mal Pech hast, dann kann sich das auch ganz schnell verketten. Und dann gehst du halt komplett leer aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die bei der Flandern-Rundfahrt ihren Kader nochmal umstellen. Einige waren ja jetzt krank, verletzt, die kommen jetzt wieder rein. Aber von den Leistungsträgern, wie du die schon gesagt hast. Was ist mit Remco, fährt er? Ja, die sind nicht mehr auf dem Niveau oder können es gerade nicht abrufen, was auch immer. Ich weiß, dass Yves Lampaert nochmal Vater geworden ist, so vor kurzem. Das kann natürlich auch ein bisschen Fokus vielleicht dann verschieben, ne? Oder du schläfst nicht mehr jede Nacht durch. Also, das sind ja ganz
normale Dinge, die aber ja, die einfach bei so einem in der Klassikersaison vielleicht ein paar Prozent ziehen und diese paar Prozent machen halt einen riesen Unterschied. Mhm. Ne? Aber da habe ich jetzt auch nicht so viel Einblick, um das genauso zu analysieren, aber man muss ja auch sagen, ne, also die, wenn Alaphilippe jetzt nicht in Topform ist, danach fehlt eigentlich so der große Klassikerfahrer in der Mannschaft. Selbst auch mit so Durchschnitt, also in Anführungsstrichen auf einem hohen Niveau durchschnittlichen Leuten hatten die immer wieder Erfolg, ne? Aber die waren präsent, die hatten halt, konnten halt mehrere Karten spielen und sind momentan, wenn du, wie du es gerade selber sagst, wenn Alaphilippe nicht fit ist, haben die einfach niemanden, der irgendwas machen kann. Also die sind auch als Mannschaft gerade nicht gut. Ne? Also das war ja, was früher deren Stärke war, dazu sind sie gerade auch nicht mal in der Lage, das irgendwie umzusetzen. Und das ist eine krasse Entwicklung. Und wenn man jetzt natürlich mal, also ich würde es in dem Kontext interessant wissen, zu sehen, was ist, wenn du Jumbo rausnimmst aus dem Rennen wie Gent-Wevelgem. Was dann, also dann ist natürlich hinten auf einmal eine ganz andere Dynamik, ja, und dann wäre es auch ein anderes Rennen, weil Trek sieht ja zum Beispiel auch schlechter aus, als sie fahren, so gefühlt zumindest, ja, also da kommt jetzt auch nicht so viel bei rum. Mats Pedersen ist schon ganz okay unterwegs, aber jetzt weiß ich nicht, ob das ist, was er sich von sich erwartet auch, aber durch Jumbo geht halt so viel unter und wenn dann die anderen beiden noch am Start sind mit Pogacar und Mathieu, dann ist halt eh nur noch Wasserskifahren da hinten. Ne? Also ich meine, dann bist du halt Statist. Und das fand ich halt auch bei E3 so krass, wie viele Gute ich einfach auf dem Weg zum Ziel schon gesehen habe, die ausgestiegen sind. Das war brutal. Also ja gut, ich mein, so Household Names, ne? Das ist halt E3 auch krass. E3 ist das Paradebeispiel, so wenn du da halt an der ersten Platten oder verlierst halt durch irgendeine Dynamik im Feld einfach mal deine Position und fährst da hinten rein, dann bist du halt abgehängt. Da machst du halt nichts. Ja, ja. Ne? So, das ist das Rennen, wo dir eigentlich nichts passieren darf und deswegen sind da auch so viele raus. Ja, Jumbo Visma ist toneingebend aktuell, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt und auch gesehen. Das Niveau ist, glaube ich, schon auch gestiegen. Also nochmal in den letzten Jahren. Ganz interessant, dass ich habe John Degenkolb getroffen am Wochenende, der mich gefragt hat, ob ich glaube, dass so Cancellara Bohnen, wie die heute mitfahren würden, mit dem gleichen Niveau, was sie damals hatten. Und weiß auch nicht, wie ich die Frage beantworten sollte. Ich meine, Dege hat noch beides so in der Spitze mitbekommen. Ja, der ist mit Cancellara und Bohnen gefahren, war danach selber erfolgreich. Fährt jetzt auch immer noch vorne mit. Er sagt, es ist einfach auch noch mal schneller geworden alles. Also. Aber das kannst du natürlich auch irgendwie schwer vergleichen, weil sie haben ja damals zu der Zeit gemacht, was man machen musste, um schnell zu fahren, was Training angeht. Ja, ja. Und wenn sie jetzt in der Generation, also es ist halt, aber sicherlich, also ich glaube schon, dass die, also gerade Cancellara bei Bohnen weiß ich gar nicht, aber ich glaube so Cancellara, der ja auch sehr anpassungsfähig war, ne? Also ich meine, wenn du dir allein so seine Siege mal anschaust, also über welche Profile die dann zum Teil auch gingen und dann auch Olympia in seinem letzten Jahr und sowas, ja, glaube ich schon, dass der anpassungsfähiger gewesen wäre als ein Tom Bohnen. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Tom Bohnen auch es schwerer gehabt hätte. Weiß ich nicht, ich guck dir mal Tom Bohnen mit 25 an, da war Cancellara noch gar nicht da, also. Ja, nein, aber was du heute, du musst ja in der heutigen Zeit, musst du eher ein Hybrid sein als Rennfahrer, als einfach nur ein Klassiker-Spezialist. Du bist ja kein Klassiker-Spezialist mehr. Du musst ja einfach alles irgendwie können. Vielleicht, weiß ich vielleicht nicht. Fehlt deswegen auch so ein bisschen der Vorteil von Quickstep, die halt alle so extreme Spezialisten dafür waren und so viel Erfahrung mitgebracht haben. Und jetzt ist aber so, dieses Hybride hat einfach nochmal so viel PS, dass das nicht mehr so zählt, diese Erfahrung. Das sind jetzt auch nur die Freaks, ne? Also du hast halt die drei, die nochmal einfach nochmal deutlich besser sind als alle anderen. Und die jetzt dann zufällig halt auch mehr können, als nur die Klassiker fahren. Aber ansonsten hast du schon eine Menge Spezialisten einfach für die Rennen. Der Unterschied ist vielleicht nicht, der Unterschied ist eigentlich, dass sich die Klassiker-Spezialisten früher nur auf die Klassiker spezialisiert haben und der Rest des Jahres war eigentlich egal. So, ne? Das hat sich einfach in den letzten Jahren gewandelt. Das wurde dann immer mehr so, dass man okay sagt, ja, Klassiker, dann kommt aber nochmal mindestens die Tour und dann kommt nochmal Ende des Jahres eine WM. Irgendwann war das zumindest für Bohnen so.
Da waren nur die Klassiker und vielleicht die WM, wenn die Strecke gut war, aber die Tour war dem eigentlich schon wieder egal. So, das hatte für den keinen Stellenwert mehr. Das haben wir aktuell nicht, weil die Fahrer alle auch relativ jung sind. Ne? Die sind noch hungriger, sage ich mal, als jemand, der jetzt mit 30 halt schon, weiß ich nicht, 5 Tour-Etappen gewonnen hat, grüne Trikot und so. Da zählt dann halt nur noch der Sieg bei der Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix. Aktuell sind die alle ein bisschen jünger, die da vorne sind und haben vielleicht auch noch mehr Bock, das ganze Jahr über schnell zu fahren. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, wenn Remco jetzt sagt, er hat Bock, die komplette Klassiker-Kampagne durchzuziehen und nicht den Giro, dann fährt halt Quickstep auch vorne. So, dann da wäre ich mir nicht so sicher. Gewinnen die halt auch Rennen. Meinst du nicht, dass er dabei ist bei den anderen? 3? Er muss ja erstmal in der Position fahren. Ich weiß nicht, ob das so sein Ding ist, ehrlich gesagt. Aber ja, du vielleicht, ich habe es auch schon überlegt, schon vorstellen. Ob, an welchem Zeitpunkt Quickstep quasi Remco dazu verpflichtet, eine Klassikersaison zu fahren. Aber ja, ich meine, so ein Roglic fährt auch keine Klassiker. Und Pogacar ist halt nochmal ein kompletterer Rennfahrer, finde ich. Aber Pitcock kann es irgendwie auch, ne? Ja. Also jetzt, ja doch, ja, aber schon. Ja. Aber da, ich glaube, das ist ganz viel auch mit Background. Also wenn du jetzt einen Roglic da reinwirfst, also ich glaube, der liegt halt mehr im Gras, als dass er irgendwie auf dem Rad sitzt am Ende des Tages. Und ich glaube, dass ein Remco damit eher klarkommen würde, aber ich bin da auch bei Andi, das ist natürlich nochmal eine andere Dynamik. Du siehst ja auch gerade bei Garner, dass der echt struggelt. Das hat Andi ja letztes Mal auch schon gesagt, dass das der Fall sein könnte. Und Pitcock, ich meine, der ist Mountainbike-Olympiasieger, ne? Also der hat halt irgendwie, der hat eine ganz andere, also der ganz anderen Background, für den dieses Kämpfen, dieses Hantieren mit dem Rad und irgendwie auch mal ans Limit gehen, später bremsen, ja, also damit ist er aufgewachsen. Ne? Und ich glaube, das ist dann, so die Grundvoraussetzungen haben ja viele von denen, aber am Ende ist es ja auch viel so die mentale Stärke, in diesen Stresssituationen bestehen zu können. Was Andi halt auch sagt, ne? Wann für Quickstep zählt die Klassikersaison. Und wenn die jetzt ja, irgendwie ein, zwei Saisons nicht performen, dann wird es vielleicht wirklich so, dass sie den verpflichten oder dass sie auf jeden Fall darauf drängen, dass er es mal probiert. Aber die haben halt auch nicht das Budget, um sowohl die beste Klassikerinschaft zu stellen, als auch ein Team aufzubauen für Grand Tours. Ja. Und ich glaube, das sieht man ja, du hast halt so ein Jahrhunderttalent im Team. Jahrhunderttalent vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall so ein Ausnahmetalent, wo du weißt, okay, Giro-Sieg ist nicht unrealistisch und dann das nächste wird irgendwann mal dann die Tour sein. Und da, du musst dich ja für irgendwas entscheiden. Also du kannst ja beides nicht halb machen, weil dann wirst du nirgends so erfolgreich sein. Und augenscheinlich investieren sie gerade mehr in Rundfahrten, auch mehr Detailarbeit. Und ich meine, so wie Jumbo, ne? Andi, du meintest das, ne? Vor 2 Folgen, glaube ich, wo du gesagt hast, dass die halt dann irgendwie angefangen jetzt gesagt haben, oder Wout gesagt hat, ich möchte gerne, dass wir die Klassiker so vorbereiten wie eine Tour. Ja, mit Höhentrainingslager, pipapo. Das Budget musst du auch erstmal haben, ja. Und die Fahrer auch dementsprechend bezahlen und all diese Dinge. Und dann kannst du sowas natürlich auch machen. Aber, ich glaube, das ist auch tatsächlich nochmal so, ich habe auch überlegt, ne, als sie dann da zu zweit vorne raus waren, klar, Motorräder hin oder her, wann war das letzte Mal eine Mannschaft so dominant? Und kann das sein? So, das fragt man sich ja dann auch irgendwo. Auf der anderen Seite, bei Gent Wevelgem Junioren, der Sieger war, glaube ich, 122 Kilometer in der Spitzengruppe, kommt am Ende alleine an. Also da kommen halt auch einfach Fahrer immer weiter von unten nach, die nochmal ein anderes Leistungsniveau irgendwo her mitbringen. Ich weiß nicht, woher. Ich glaube jetzt nicht, dass bei den Junioren da irgendwie schon was im Busch ist. Aber dann denke ich mir auch, so wie die fahren bei Jumbo-Visma, fahren so als Mannschaft geschlossen, das kannst du auch nur, wenn da ein richtig guter Team-Spirit herrscht. Und ob der jetzt bei Quickstep aktuell so ist, vor allem auch mit der Kritik von der Teamleitung, die überall nachzulesen ist. Ja, ich glaube, das macht dann auch nochmal auf dem Niveau einen Unterschied, dass du da so eine eingeschworene Mannschaft hast. Ja, gerade bei den Rennen, wo es auch wirklich drauf ankommt, bei Schlüsselstellen geschlossen oder zumindest vorne zu sein. Ja, das kriegen die einfach auch besser hin als alle anderen Mannschaften aktuell, die dann immer quer durchs ganze Feld verteilt sind. Und Das ist eigentlich echt super interessant, so das Thema. Ich meine, jede Mannschaft macht irgendwann mal so eine Entwicklung durch, ne? Und
Ineos Sky hat sich ja auch irgendwie zu einer anderen Mannschaft mal zwischenzeitlich entwickelt, ist dann auch bei Klassikern präsent, nicht mehr nur bei den Grand Tours. Jetzt geht halt Quickstep oder ist gezwungen, vielleicht so eine Entwicklung durchzumachen. Irgendwann wird es auch mal einen Patrick Lefebvre nicht mehr geben. Ja. Das ist ja auch, ne, also... aber wie, man muss es auch mal im Kontext sehen, ne? Sobald Mathieu da ist und sobald Tadej da ist, fahren UAE und vor allem Alpecin de Koenig auch anders. Und Jumbo war bei den Rennen jetzt nicht mehr so dominant und die haben es zum Teil auch nicht hinbekommen, es zu kontrollieren, wie sie es vielleicht wollten. Das heißt, ja, die sind wahrscheinlich die stärkste Mannschaft, aber sobald die anderen beiden da sind, steppen die anderen auf jeden Fall nochmal drei Schritte ab oder drei Stufen ab und sind dann auch auf Augenhöhe. Und haben dann ein, zwei Karten, die sie halt noch spielen können. Und da dann sieht das halt nochmal wieder ganz anders aus. Aber Gent Wevelgem war jetzt sicherlich nicht unbedingt eine Werbeaktion für alle anderen Teams, die in dem Rennen teilgenommen haben, muss man sagen. So. Wo haben die denn nicht das ganze Rennen auseinandergenommen? Also ich sage ja gerade, sobald Mathieu mit dabei ist und Tadej, machen die es nicht. Also sowohl bei Milan Sanremo nicht, als auch bei E3-Preis haben sie es nicht auseinandergenommen. Bei E3-Preis war Alpecin de Koenig... Wo willst du bei Milan Sanremo losfahren? Weißt du, was ich meine? Nein, aber die waren jetzt im Finale auch nicht so überpräsent. Und E3-Preis genau das gleiche an die. Also die waren sicherlich da, aber die waren jetzt nicht besser als Alpecin de Koenig. Ja? Der Alpecin de Koenig hat gleichen Akzente setzen können wie Jumbo-Visma. Ich sage, die sind gut. Ich sage aber nur, wenn alle Stars am Start sind, sind deren Teams auf jeden Fall auch nochmal einige Stufen besser. Gut, so. Ne, hast du halt bei, haben die jetzt ein Rennen beim E3-Preis mal ein bisschen Pech gehabt. Glaube ich, zwei Fahrer durch Stürze ausgeschieden, dann bist du halt nur noch mit fünf Leuten. Wir können auch auf letztes Jahr gehen. Da war das Gleiche bei den Klassikern. Sobald Mathieu nicht am Start war, haben die dominiert. Die haben kein Radrennen dominiert. Aus meiner Erinnerung, wo Mathieu mit 1A-Mannschaftsstärke am Start war, haben die nicht, auch Flandern letztes Jahr haben sie also nicht dominiert. Also die haben, glaube ich, das ist zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt, dass eine Mannschaft die ganzen Frühjahrsklassiker bis jetzt gewonnen hat. Die haben Umlauf gewonnen, die haben Körne gewonnen, die haben E3-Preis gewonnen und die haben Gent-Wevelgem gewonnen. Also was sollen die eigentlich noch mehr machen, um zu dominieren? Nein, aber das, was Gent-Wevelgem passiert ist, hast du bei den anderen Rennen so nicht. Doch, okay, du hast bei König gesehen, aber du hast bei E3-Preis, als alle mit voller Mannschaftsstärke da waren, hast du es halt eben nicht gesehen. Das letzte waren Jahr sie ja nicht mehr. Van Baarle, der lag da schon im Krankenwagen oder wo auch immer, der war schon raus. Der Affini, der die ganze Zeit sonst von vorne fährt, Hand gebrochen oder Schlüsselbein, weiß ich nicht. Also da waren sie ja schon gar nicht mehr alle da. Okay, wir haben jetzt zum Glück Flandern-Rundfahrt am Wochenende, wir können uns ja nächste Woche weiter streiten. Ja, und ich glaube, mein Punkt wird am Wochenende wieder belegt. Ich hoffe, der Streak reißt. Ich will jetzt nicht nochmal einen Jumbo-Visma-Sieg sehen bei der Flandern-Rundfahrt. Ich will gerne, dass irgendjemand gewinnt, den man gar nicht so. Keiner von den dreien. Ja, Mann, ja, genau. Das will ich auch. Garner oder Pidcock? Ich weiß gar nicht, ob Garner überhaupt noch fährt, ob der überhaupt noch Bock hat. Ja. Ich meine, die Kommentare von Tom Boonen und Max kann man sich, glaube ich, sparen. Die sind halt noch anderes Jahrhundert. Hat das Max gesagt selbst, oder was? Dass er den Sieg nicht verschenkt hätte. Ja, Max hat es gesagt und Boonen, und dass er das Wout das bereuen wird, dass er es getan hat. Ja. Okay. Ich finde es voll, also die Aussagen sind doch okay. Da kann doch jeder eine andere Meinung dazu haben. Ich frage mich, warum jeder immer so die Meinung von irgendjemandem anfechten muss. Weißt du? So, nein. Es gibt ja auch Leute, Cancellara sagt ja zum Beispiel, ja, er findet das gut, er hätte das auch gemacht. So, ne? Ja, nein, die können ja die Meinung haben, aber die wird halt immer so präsentiert, als wenn das, was Vogt gemacht hat, quasi ein Staatsverbrechen war. Also weißt du, man kann die Meinung ja auch, also man kann sie auch anders kommunizieren, aber die ist dann immer so passiv-aggressiv. Wie gesagt, halt eben, so. Ne? In Belgien ist da ja jetzt quasi so viel Polemik dabei. Da werden ja auch so Aussagen ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen. Hast du die Originalaussage von den beiden jeweils gehört? Nee, also das ist ja alles nur so, was so mitgenommen wird. Und Boonen, ganz ehrlich, ganz Unrecht hat er nicht, wenn er sagt, ja gut, Van Aert wird halt in Belgien zumindest jetzt nur daran gemessen, gewinnt er die Flandern-Rundfahrt oder nicht. Und wenn er
jetzt, sage ich mal, am Sonntag stürzen würde und hat kein Ergebnis, dann hat er noch nicht mal Gent-Wevelgem gewonnen. Und dann bist du in Belgien so gesehen der Arsch. Weißt du? Also so aus seiner Sicht, also mit seiner Erfahrung, weil bei ihm war das ja auch ein Jahrzehnt lang so, kann ich das schon ganz gut nachvollziehen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie... Für Wout van Aert so? Ich hätte mir gewünscht, dass sie das ausgefahren hätten. Also einfach gesagt haben, gut, jetzt haben wir genug Vorsprung, die letzten 3 Kilometer fahren wir gegeneinander. Why not? Ja gut, aber der musste so oft auf Laporte warten, der hätte also der schon ein paar Mal den irgendwie abhängen können. Aber ganz ehrlich, am Ende ist es, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, der eine Däne von Tudor, fällt mir gerade der Name nicht ein. Kamp. Also nach Kamp, so nach Motto Kamp. Halt, es ist auch gut, dass es solche Leute gibt. Er hat es nicht damit, er hat es Wout jetzt nicht genannt, aber ich gehe davon aus, dass er ihn meinte. Es ist einfach gut, dass es Leute gibt, die auch so agieren und nicht immer nur alles quasi nehmen. Ja? Und ich muss halt auch sagen, ich finde es gut, dass er es gemacht hat. Er hat es nicht machen müssen. Er hat sich natürlich selber auch einen Gefallen getan innerhalb des Teams. Und Laporte hat es halt auch verdient. Und ganz ehrlich, am Ende, ob der nun einmal oder zweimal gegen Wevelgem gewonnen hat, ist dann auch scheißegal. Es wird in seinem Gehalt erstmal nichts ändern. Ja? Und er wird halt viel mehr Loyalität innerhalb des Teams bekommen, wenn es drauf ankommt. Und Laporte hat schon oft zurückgesteckt, ne? So. Paul. Es muss ja auch so sein, dass er selbst da eigene, andere, höhere Ziele hat. Sonst, ich weiß nicht, dann will er wahrscheinlich auch mal Weltmeister werden oder für ihn ist die Tour de France wahrscheinlich auch nochmal was wert, auch wenn das in Belgien vielleicht dann anders gesehen wird. Andi will, glaube ich, gerade sagen, dass es doch wichtig ist, das Radrennen zu gewinnen. Ja, klar, also ich will dir, also ob der jetzt den gewinnen lässt oder nicht, am Ende würde ich dir aber nicht zustimmen, wenn du sagst, es ist egal, ob der ein- oder zweimal Gent-Wevelgem gewinnt. Also vielleicht ist die nächsten 5 Jahre erstmal egal, aber wenn du in 10 Jahren zurückblickst und du denkst an Wout van Aert, dann denkst du, okay, der hat einmal Gent-Wevelgem gewonnen. Er weiß, wie oft die Flandern-Rundfahrt, vielleicht auch gar nicht. Und dann ist er am Ende nur der hat einmal Gent-Wevelgem gewonnen und einmal den E3-Preis. Zweimal jetzt, glaube ich. Ne? Aber ist es dann halt... Ja, aber ist es nicht gut. Hat er es 5-mal gewonnen oder 4-mal oder so? Ne? Also es muss ja auch nicht jeder ein Kannibale sein. Ne? In Belgien wirst du danach schon gemessen, ob du dann in die Hall of Fame der großen Klassikerfahrer kommst oder nicht. Das verstehe ich ja. Das verstehe ich ja, was du sagen willst, aber ich sage einfach nur, es ist ja trotzdem gut, dass es auch Leute gibt, die so agieren und nicht alle immer das Maximum über rausholen. Ja. Du bist eigentlich kein Van Aert-Fan. Also. Nee, bin ich auch nicht. Also, schon ein krasser Fahrer so, aber ist jetzt nicht der große Sympathieträger bei mir. Ja. Aber das hätte ich, also würde ich auch über jeden anderen sagen, der das verschenkt hätte. Hätte Van Baarle jetzt Laporte den Sieg geschenkt. Kurz, Eins gegen eins Sprint wäre toll gewesen. Ja. Frauen Gent-Wevelgem, Andi, Meinung dazu. Also ich fand es ein weirdes Rennen. Marlene Reuser verdient gewonnen, aber halt, also keine Ahnung, was die da gemacht haben. Und dann die Stürze. Hast du die Stürze gesehen? Ja. Schon unglücklich gewesen, vor allem der große Sturz. Ja, ich meine, das passiert auch bei allen anderen Rennen in Belgien ab und zu mal, dass du da halt, ne, die haben halt diese Panzerstraßen teilweise noch, wo du halt in der Mitte der Fahrbahn einfach so eine Lücke hast, die ist mal größer, mal kleiner. In dem Fall war sie sogar noch aufgebrochen, also einfach nicht gesehen von der Fahrerin, die ist dann im Vorderrad reingefahren, wie in so eine Bahnschiene quasi. Und hat einen großen Sturz verursacht. Ja, okay. Ja gut, ich meine, keine Ahnung, Marlene Reuser. Ich hoffe, bei Paris-Roubaix hat sie jetzt mal mit dem Sieg ihre Kopfsteinpflasterphobie überwunden. Und vom Fahrertyp her eigentlich wie gemacht für die Rennen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ey, auch krass, wie stabil die auf dem Rad sitzt, Mann. Alter Schwede, ey. In der Aeroposse, ey, da bewegt sich halt gar nichts außer die Beine. Das finde ich ja so beeindruckend. Das war ja auch wie bei Dylan van Baarle, der war ja auch bei seinem Sieg da. So krass in dieser Aero-Position und du konntest einfach halten. Ja, einfach eine Maschine. Zu Recht gewonnen. Also,
Aber einfach nur der ganze Rennverlauf mit den Stürzen war halt einfach mega, mega weird und ist halt so ein bisschen SD Works halt so ein bisschen wie Jumbo Visma, ne? Also wenn die halt irgendwie dastehen mit krasser, ihren, ne, besten Fahrern. Ja. Es sind halt auch die Leistungsunterschiede, also die Leistungsdichte ist einfach noch nicht so hoch. Vielleicht auch ein Grund, warum es da mehr Stürze gibt. Ich meine, das gibt es in den unteren Rennklassen im Männerradsport auch, dass da viel mehr Stürze noch passieren. Ja, und SD Works, ich meine, gerade für die Rennen, was haben wir da für eine Mannschaft? Becky saß hinten und hat jeden Move abgedeckt, ist dann, hat da quasi blockiert die Nachführarbeit und dann ist da einfach eine krasse Maschine. Wie willst du die zurückholen? So. Vor allen Dingen, weil vielleicht schon viele andere Mannschaften durch Stürze dezimiert waren. Also ich jetzt nicht so. Ja. Sonntag geht's weiter. Aber ich glaube, ja, diesmal wird Becky nehmen lassen, selber zu attackieren. Da. Ja, Kopecky ist jetzt wieder dran. Davon ist auszugehen, ja. Ja, lassen wir die Wattrekorde, ja, genau, besprechen, oder? Den deutschen Block können wir mal wieder verschieben. Ja, ja, genau. Ja, zu den Wattrekorden, das war jetzt einfach nur krass, dass anscheinend, naja, also die Werte, über die man da spricht, das sind immer errechnete Werte. Ne? Das sind dann Leute auf Twitter, die sich dann irgendwie damit dem Rollwiderstand vom Asphalt, ob Gegenwind, Rückenwind und Pipapo beschäftigen. Und ist auf jeden Fall jetzt so, dass bei der Vuelta Catalunya sowohl Roglic als auch Pogacar auf einem Anstieg, der über 20 Minuten war, einen. Meinst du Evenepoel? Evenepoel, Entschuldigung. Was habe ich gesagt? Pogacar. Pogacar, genau. Genau. Evenepoel und Roglic, dass die bei einem Anstieg länger als 20 Minuten, um genau zu sein, 23 Minuten 51, ein WEM, was wir letztes Mal auch schon besprochen hatten, also Vertikalmeter pro Stunde. Altitude Meters. Genau. 1925 gefahren sind, errechnet. Das ist. Auf Twitter hat jemand gesagt, der hat es ausprobiert, 1800 zu fahren. Und das war kein guter Tipp vom Besenwagen. Sorry. Und es war keine gute Zeit. Der highest, also die höchst gemessene WEM jemals, ja, also von der man weiß, ist von Marco Pantani. Über 20 Minuten am Flumserberg bei der Tour de Suisse 1995, also jetzt schon ein bisschen her. Und das ist krass. Also 1925. Weißt du, was das war bei Pantani? Ja, 1950. 1950, okay. Also halt nur minimal. Also ist jetzt auch alles errechnet, ja, ne? Auch das von Pantani. Mhm. Und das ist einfach brutal, weil jetzt sind die natürlich einfach schon nah dran, die 7 Watt pro Kilogramm Marke damit zu brechen. Und hier steht auch in so einem Artikel drin, einfach wie zur Ineos-Zeit, als sie angefangen haben mit Team Sky damals, nämlich zu dominieren, war halt so 6 Watt pro Kilogramm am Berg halten. Da weißt du, hast du alles eine Kontrolle. Ey, ganz ehrlich, 6 Watt pro Kilogramm fahren die halt jetzt die Junioren im Training, weißt du, so ungefähr. Ja. Und das ist so eine krasse Entwicklung. Und du siehst ja auch, wie die sprinten ja am Ende von so einem Berg immer noch, ne? Also die, auch selbst wenn die auf Altitude fahren, fahren die ja noch ein richtiges Finale und das ist ein krasses Level und ich bin echt gespannt, wie der Giro wird. Also wenn die beiden jetzt ja schon knapp an die 7 Watt pro Kilogramm ranfahren, dann kannst du davon ausgehen, dass das beim Giro geknackt wird. Also das wird, glaube ich, 7 Watt pro Kilogramm. Errechnete. Das ist krass. Also, aber alles ist ja immer errechnet. Also alles, was jetzt irgendwie im Internet zu finden ist, wenn es nicht gerade hochgeladen wurde, ist es immer errechnet. Und daher kann man es natürlich irgendwo schon immer vergleichen. Auch so mit Auffahrtszeiten und so. Und finde ich brutal. Das ist 1000, fahr mal 1900. Mal gucken, wie lange man das fahren kann. Ich kann mit dieser Einheit überhaupt nichts anfangen. Mit der habe ich noch nie gearbeitet. Ja, das ist halt. Ey, wenn man so ein bisschen jetzt aus Hobbyperspektive so einen längeren Berg so normal zügig hochfährt, so dass es ist nicht langsam, aber es tut auch definitiv noch nicht weh, dann fährt man so 700, 800
Höhenmeter pro Stunde. Ich jetzt so. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Tacho, der das anzeigen konnte. Nee, das brauchst du nicht, den Tacho. Ja, das wird auch auf Strava, kannst du nachher in die Segmente gucken, da wird das wirklich angezeigt auch. Ja. Nee, ja, habe ich gerade eben versucht nachzugucken. Ich bin heute den Berg raufgefahren, da wollte ich nämlich mal gucken. Guck mal, musst in die Desktop-Version. Okay, ja. Mach ich das jetzt, redet mal weiter, ich mach das jetzt mal gerade. Ja, das ist nämlich... Das ist nämlich du bist ja heute Drachenfels hochgefahren, ne? Also zur Analyse im Nachhinein auch dann zu sehen, wie schnell so ein Berg irgendwie gefahren wurde, ist das dann auch schon ganz interessant. Aber das ist brutal. Also es ist wirklich komplett absurd. Also hatten wir nicht mal einen Sportwissenschaftler im Podcast, der gesagt hat, das geht nicht? Ja, hatten wir. Was genau? 7 Watt pro Kilogramm? Ja. Ach so, ja. Ich glaube aber auch, dass du aus... Ja, aber der war sich auch nicht ganz sicher. Ich glaube auch bei Sportwissenschaftlern, weil das ja Wissenschaftler sind und die sehen halt, das, was sie gemessen haben, ist für die das Maximum. Weißt du, ich meine? Ich weiß manchmal nicht, ob die quasi so sagen können, okay, also ob die fantasieren können, weißt du, sagen, ey, vielleicht ist das ja irgendwann möglich. Und ich meine, die Entwicklung geht ja so in die Richtung gerade, dass es anscheinend möglich ist. Und ich bin mal gespannt. Und du musst, glaube ich, einmal so ein Ausnahmetalent testen. Dann hast du die Daten und dann kannst du dir alles andere auch irgendwie in Kontext setzen. Aber solange du das natürlich irgendwie nicht gemacht hast, ist es immer nur so ein Gerate und Rumgerechne. Ja. Also ich bin heute beim Berg 12, fast 13 Minuten 791 gefahren. Ja. Aber, und wie war das so für dich? Ja, das war okay. Aber ich frage mich jetzt, wie viel ist der Unterschied so, ne? Von der Anstrengung her? Das muss ich jetzt nochmal, ich fahre morgen nochmal, ich fahre den gleichen Berg nochmal. Also, nee, genau. Also 1400 wäre quasi dann jetzt schon doppelt so anstrengend. Genau. Also es ist ja relativ simpel. Du wärst jetzt über eine Stunde so viel Höhenmeter gefahren und du müsstest jetzt halt 1200 Höhenmeter noch mehr fahren, um da hinzukommen pro Stunde. Okay, ich sehe gerade hier die. Das heißt, du doppelt so schnell. Homs auf dem Berg, die sind auch ungefähr doppelt so schnell. Ja, da steht doch schon ohne Wärme dahinter, oder? Ja, und die sind dann trotzdem nur 1400 oder 1500. Ja, es sind trotzdem nur 1400. 791, 1600. Aber. Ja, es ist krass. Ja, und wir reden ja hier von. Und das dann halt aber auch nur auf 6 Minuten oder 7 Minuten oder was. Ja, genau, was, ne? Und wir reden hier von 24 Minuten am Ende von einem Radrennen. So ist, ja. Aber, gut, Marco Pantani, der hat noch keine 90 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde gegessen, oder? Nee, aber der hat was anderes gegessen. Ja, stimmt, genau. Der hat was anderes gegessen. Ja. Ja, damit konnte er nur besser atmen, aber noch nicht schneller fahren, oder? Naja, besser atmen nicht, lässt dich schneller fahren, Andi. Ja, also, aber das solltest du auch wissen. Am Ende, weißt du. Stell dir mal vor, der hätte noch so viel gegessen. Ja. Ja. Na gut, soll ich mal die Stargäste für heute anfordern? Besenwagen nach Südafrika gefahren, extra Außenreporter, erste Mal, glaube ich, im Leben, weil Boy Band hat fast Cape Epic gewonnen. Ich habe es vorhin schon erzählt, ich habe gesagt, wenn es Freitag nach Sieg aussieht, fliege ich hier runter und habe ich gemacht. Jetzt sitze ich hier mit Speed Company Racing, war genau vor einem Jahr schon mal Gast im Besenwagen. Wer sich nicht erinnert, bitte nochmal anhören. Letztes Jahr hätte keiner gedacht, dass sie Cape Epic gewinnen, haben Cape Epic gewonnen. Dieses Jahr hätte keiner gedacht, dass sie Cape Epic gewinnen, haben es nicht gewonnen. Aber eigentlich fast. Ich glaube, ihr zwei müsst auch nochmal was aus eurer Perspektive sagen, weil ich bin definitiv zu nah dran an dieser Geschichte, um das von außen einordnen zu können. Ja, also ich hatte es dem Georg schon geschrieben, für mich war diese ganze Aktion so Achterbahn der Gefühle, vor allen Dingen von die Nacht, nee, Samstagmorgen aufzuwachen und dann einfach nur, also erstmal fand ich es sehr spektakulär, dass ihr schon gelbe Sachen hattet fürs Podium am Freitag, das war auf jeden Fall Boss-Move. Das hat euch leider nicht so viel Glück gebracht für den Samstag dann, aber nee, hat Spaß gemacht, das alles zu verfolgen, aber ich muss sagen, so der Samstagmorgen war dann nicht so schön. Also ich hätte irgendwie schon gedacht, so wenn Basti schon rüberfliegt und unsere Eifelrunde sausen lässt, dass es wenigstens auch lohnt. Aber so ist er leider nur für den zweiten Platz runtergekommen. Nein, aber Scherz beiseite. Also, Also wir waren natürlich
Das war natürlich mega ärgerlich mit dem Defekt. Ich will noch kurz weiter rumschleimen und dann könnt ihr erklären. Aber riesen Respekt und ich habe es jeden Tag verfolgt, war geil. Und ich hoffe, es sind mehr Leute, sind auch nochmal Mountainbike-Fans geworden, weil irgendwie hat das schon Spaß gemacht anzusehen. Und dieses ganze Format und mit den Kameras, die euch da hinterherfahren auf den E-Bikes und so, voll geil. Also irgendwie auch geil. Also so Flanderbiker. Mountainbike-Rundfahrt irgendwie geiler als Eintagesrennen Mountainbike. Und aber man hat in Deutschland auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass es mehr Fans geworden sind jetzt. Ja, klar sind wir befangen hier mit der Einschätzung, ob das jetzt mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat in den letzten Tagen. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, allein die Resonanz, die wir bekommen haben von Leuten, die an zufälligen Orten unsere Gesichter in irgendwelchen Anzeigen gesehen hat, wo der Newsflash durchgelaufen ist, im Bahnhof und an Flughäfen, Metro und so weiter. Ich glaube, da hat das ganze Event schon große Wellen geschlagen. Ja, nichtsdestotrotz, wie ihr schon gesagt habt, haben wir halt den ersten Verliererplatz gemacht. Also da haben wir doch was gewonnen, doch einen ersten Platz haben wir gemacht. Ja, und Basti hat sein Wort gehalten, ist trotzdem runtergekommen und jetzt sitzen wir hier zusammen in der Filmlocation von Love Island und drehen die nächste Staffel. lass ein bisschen die Beine baumeln jetzt die nächsten Tage und alles nochmal sacken, weil ja, es war auch für uns eine Achterbahn der Gefühle. Und ich habe jetzt noch irgendwie so ein bisschen im Ohr der Kommentar von Nino an der Siegerehrung dann am, wann war das nochmal, Samstag? Nee, Sonntag war vorbei. Oder nee, wann sind wir in den Gelb gefahren? Achso, am Freitag. Genau, freitags. Da hatte freitags, hatten wir die zum ersten Mal das gelbe Kit ausgepackt und auch die vorher schon gedruckte und präparierte Hose mit den gelben Logos dann gezeigt. Und ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, was Nino dann gesagt hat, Nino Schurter bei der Siegerehrung, hey, das blinkt Unglück. Und einen Tag später explodiert uns dann ein Schaltwerk. keine Ahnung, ob das jetzt dann irgendwie Zufall war oder dann von Nino Schurter Mountainbike Gott hochbeschworen. ob der irgendwie Einfluss hat darauf, keine Ahnung, aber das ist mir so immer so, ja, hat so einen bitteren Beigeschmack irgendwie gehabt. Naja, aber ich glaube, mit unserer Performance können wir zufrieden sein. Wir haben gezeigt, dass wir wieder nach letztem Jahr konkurrenzfähig sind, haben auf jeden Fall die Beine gehabt, um nach vorne mitzufahren. Wir haben die letzte Etappe für uns entscheiden können, haben die Königsetappe gewonnen und ich denke auch mit der Fahrweise wieder geglänzt, die Herzen von allen erobert hat. Und ich glaube, wir sind zufrieden, oder? Meins auf jeden Fall. Ich hab Epic eigentlich sonst immer nur so am Rande verfolgt. Jetzt habe ich ja, eigentlich alle Etappen geguckt, außer die, wo euch das Schaltwerk platzt. Weil ich eigentlich dachte zu dem Zeitpunkt, ja gut, die waren jetzt so stark in den letzten Etappen. Die Tendenz ging eigentlich immer weiter nach oben. Und ich habe ja auch Basti auf jeden Fall gut zugeredet, den Flug auf jeden Fall zu buchen, denn das musst du mitnehmen, die Siegesfeier. Hat dann leider nicht geklappt. Ja. Nee, das war natürlich mega ärgerlich, aber unter den Umständen, wie wir uns auf das Rennen vorbereitet haben, Lukas war ja noch voll am Struggeln mit seinem Rücken und konnte eigentlich gar nicht wirklich trainieren, die letzten 3 Wochen im Vorfeld. Der hat das dann eigentlich alles nur über Biss und Ego geregelt, das ganze Rennen. Und gut, also ich war eigentlich schon ziemlich gut in Form, habe mich auch im Vorfeld gut gefühlt. Und habe deswegen eigentlich, jetzt keine Probleme gehabt, groß. Aber es war eigentlich nicht absehbar, dass wir so gut performen und das Ganze dann ja zu so einem großen Erfolg wird. Von dem her, ja, wir hatten natürlich auch deutlich mehr Druck. Also letztes Jahr sind wir da als Underdogs angekommen und hatten eigentlich irgendwie nichts zu verlieren und dieses Mal waren natürlich dann schon alle Augen auf uns gerichtet. Wir mussten im Vorfeld sogar auf Englisch Interviews geben. Das ist Paradedisziplin von Georg. Ja, ich hab schon gelernt, dass du Pressesprecher geworden bist, Lukas. Hier. Ja, der alte Showman, ey. Da bin ich wahrscheinlich weniger talentiert, um da vor der Kamera mit großen Sprüchen zu glänzen, da ist Lukas eher der Mann dafür. Und
Nee, es war definitiv, wir sind hier angekommen und haben direkt gemerkt, dass irgendwie die Aufmerksamkeit von den Medien einfach eine ganz andere ist, als es letztes Jahr war. Und ich glaube, allein damit klarzukommen, jeder, der es irgendwie schon mal in der Situation war oder irgendwie probiert hat, irgendwo als Titelverteidiger hinzugehen, auch wenn es nur irgendein Alpencup, keine Ahnung was ist, merkt einfach, dass die Erwartungshaltung eine andere ist und dass man da irgendwie auch sich selber mal schnell ein bisschen reinstresst. Und für mich war das eigentlich der größte Erfolg, dass wir einfach dann trotz dem ganzen Drumherum irgendwie einfach wieder da waren und abliefern konnten, ja. Achso, okay. dann kann ich ja. Aber, ja, wir haben immer noch ein bisschen Delay. Ja, aber dann war jetzt quasi der Eindruck, den man im Rennen hatte, dass irgendwie du, Georg, so ein bisschen stärker warst. Hat jetzt nicht getäuscht. Mm. Also, dass Lukas. Also, am Anfang ja, Lukas, am Ende Georg. Es ne? war, nee, es war so, ich war eigentlich immer zu Beginn von den Etappen ziemlich stark und war da immer fast schon ein bisschen übermotiviert. Und dann bei den ersten paar Stages bin ich hinten raus immer brutal hops gegangen. Also es ist nie so richtig explodiert, aber halt immer so nicht mehr ganz so schnell gewesen wie am Anfang. Und da hat mich Lukas übelst oft gerettet. Aber dann, ja, gerade so gegen Ende des Rennens habe ich mich voll gefangen und ich hatte dann die letzten 2-3 Etappen echt das übelst gute Bein. Also ja, ja. Aber im Endeffekt hat mir Lukas auch krank oft einen Arsch gerettet in dem Rennen. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer nur am Pushen war und extrem stärker war. Nee, ich würde schon sagen, dass es ausgeglichen war. Ja. Aber jetzt, wenn man sieht, dass Blevins und Beers, die hatten ja einen Prolog gewonnen, ne? Und dann am ersten Tag hat, glaube ich, Blevins Magenprobleme oder Durchfall oder was auch immer. Krämpfe hatte der. Oder Krämpfe. Ja, der hatte da die übelsten Krämpfe und hat deswegen an dem Tag 7 oder 8 Minuten kassiert. Und dann war es eigentlich so, dass wir die Etappen danach es war eigentlich immer Specialized, Scott und wir gleich schnell. Also wir sind gefahren wie bekloppt und jeder hat attackiert. Das war eigentlich immer Rambazamba, so das ganze Rennen über. Aber kein Team konnte sich wirklich absetzen. Bis dann irgendwie ab so 60-70% des Rennens, also so auf den letzten Etappen vor allem, ist dann Scott auf einmal doch ziemlich gecrackt. Mhm. Also vor allem der Frischknecht war dann irgendwie nicht mehr so schnell. Und dann haben wir halt gedacht, geil. Und dann haben wir halt, wie gesagt, die eine Etappe gewonnen, wodurch wir dann ins gelbe Trikot gekommen sind. Und Specialized hatte halt noch den Rückstand wegen den Krämpfen von Blevins am zweiten Tag. Und da waren wir halt eigentlich erstmal in Gelb und hätten das an dem Tag, an dem wir dann defekt hatten, hätten wir die Führung noch ausgebaut, weil wir da mit Specialized zusammen halt weg waren und Scott schon irgendwie 3 Minuten Rückstand hatte oder so. Also wir wären dann ziemlich komfortabel im gelben Trikot gewesen, aber dann kam halt, wie gesagt, das mit dem Schaltwerk, was halt dann versagt hat. Und da haben an dem Tag, wir mussten halt dann quasi wieder 1,5 Kilometer zurück in die Tech-Zone, uns ein neues Schaltwerk montieren und eine neue Kette drauf machen und wieder die 1,5 Kilometer bis zu dem Punkt fahren, wo wir waren. Und das haben wir eigentlich auch ziemlich geil gemacht, weil wir haben mit der ganzen Aktion halt nur 11 Minuten verloren. Brutal. Aber wisst ihr, wie lange alles gedauert hat? Also ja, halt 1,5 Kilometer Radfahren kannst du dir ungefähr ausrechnen. Pipapo, es war relativ flach. Ja, also wobei ich nicht treten konnte. Ja, du hast Baum konnte nicht treten in die eine Richtung, den musst du halt schieben. Aber ich denke mal, da kannst du mit einem 25er Schnitt rechnen. Also, keine Ahnung, waren das halt, allein das Fahren waren wahrscheinlich irgendwie so 4-5 Minuten und dann halt nochmal irgendwie 5-6 Minuten Schaltwerk tauschen. Und? Dann wir mussten es auch noch aus so einer Box, da hast du gar keine Hilfe, das ist halt in so einer Box drin, mussten halt das Zeug rauskramen, hatten nur ein Mini-Tool dabei, das ist auch ein bisschen Hobby vielleicht sogar. Aber ihr könntet Werkzeug da liegen haben, also richtig Werkzeugkasten, ja, genau. Okay. Und das, ja, aber halt, das liegt dann nicht da, sondern es ist halt alles in der Box drin. Ja. Da steht dann jedes Pro-Team hat halt eines in der Box, die hat halt so, ja, das sind so 40 auf 20 Zentimeter, 25 hoch oder 30 hoch, da kannst du alles reinpacken, was du Bock hast oder was du denkst, dass dir irgendwas bringt. Aber wir waren halt dahingehend schon auch nochmal ein bisschen Hobby unterwegs, dass wir halt einen Imbussatz dabei hatten und der lag halt am Camper und nicht in der Techbox. Und dann kamen wir da halt an mit unserem Minitool und haben halt dann angefangen, da rumzuschrauben. Ja, aber Weltrekordzeit. Ich glaube auch. Aber Kette auf,
Schaltwerk weg. Schaltwerk weg. Ja, halt alles ran, neuen Zug, den Zug halt, also keinen neuen Zug, aber den Zug halt neu einführen und dann. Ja, aber also ging schon, wir sind da relativ locker geblieben und haben das halt dann relativ chillig gemacht eigentlich. Wie aber ich finde das. Mach mal kurz, Zug einführen beim Schaltwerk. Ist Schaltwerk. Das nicht elektronisch? Ja. Nee, Shimano ist glaube ich mechanisch noch alles, oder? Ja, ja. Also ja. Shimano hat sich vor langer Zeit mal dafür entschieden, die Top-Gruppe weiterhin manuell analog laufen zu lassen, also nicht digital. Jetzt, gerade 2023, haben die jetzt ein XT, also eins unter der Top-Gruppe, ein elektronisches Schaltwerk wieder rausgebracht. Ja, deswegen sind wir, glaube ich, noch die einzigen gewesen im Top-Fahrerfeld mit mechanischer Schaltung. Die anderen zwei Teams waren schon auf SRAM unterwegs mit dieser. Aber ganz ehrlich, ist das nicht sogar besser so? Also ich weiß nicht, nee. Hätte man das nochmal neu synchronisieren müssen, das neue Schaltwerk? Ja, aber das geht ja also schnell. Also ich weiß nicht. Ja. Also das ist ja wirklich, das machst du ja innerhalb von einer Minute synchronisierst du das, wenn nicht sogar schneller. Das sind ja irgendwie so zwei Handgriffe. Okay. Ja, also ich glaube, dass die, dass das Tauschen von einem elektronischen Schaltwerk doch leichter geht als von einem mechanischen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch dann auch schon mal die Promo-Videos angeguckt habt von SRAM. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, weil noch zahlen sie nichts. Aber das sieht schon relativ stabil aus und kann man nur spekulieren. Vielleicht wäre der Defekt, den wir uns da eingefangen haben mit dem Draht, der ins untere Pulleywheel hochgezogen worden ist und dann im oberen dann die katastrophale Verletzung, dass das Schaltwerk hervorgerufen hat, wäre vielleicht mit dem neuen SRAM-Schaltwerk nicht passiert. Um es nochmal zu erklären, ihr wart an dem Tag schon alleine mit Specialized unterwegs und hattet Scott auch schon abgehangen und wärt vermutlich mit Specialized bis ans Ende gekommen und hättet die Führung in der Gesamtwertung nochmal ausgebaut. Ja, also wir sind zu dem Zeitpunkt, als das Malheur passiert ist, da waren wir schon virtuell mit 3 Minuten vor dem zweiten und zweiter zu dem Zeitpunkt war Scott. Wären wir mit der gleichen Zeit ins Ziel gekommen wie Specialized, mit dem Team wir in der Spitzengruppe waren, hätten wir 4,5 Minuten im Ziel gehabt auf dem zweiten, auf Scott, und wären mit 4,5 Minuten Vorsprung in die letzte Etappe gestartet. Das ist natürlich eine komfortable Position gewesen. Und so sind wir halt mit auf Platz 3 mit 5,5 auf Platz 1 und 4 Minuten auf Scott gestartet. Also ja, und dementsprechend mit 5 Minuten Vorsprung dann. Nee, 5,5 auf Scott und 5,5 hatten wir Rückstand auf Scott und 4 auf Specialized. Mhm. Ja. Genau, und dann wir hätten halt im Endeffekt am letzten Tag komplett die Solo-Ausfahrt machen müssen, aber Specialized war einfach viel zu stark. Also wir konnten die nicht droppen, die waren krank unterwegs und sind dann mit Specialized zusammen, haben wir auf Scott knappe 6 Minuten rausgefahren am letzten Tag und sind dadurch noch auf den zweiten Platz vorgerutscht und Specialized hat halt quasi noch die 1,5 Minuten, die sie auf Scott noch Rückstand hatten, rausgefahren. Oder viel mehr sogar, und sind halt dann Erster gewesen. Wir hatten dann, glaube ich, auf Specialized halt irgendwie noch 3:50 oder so Rückstand, ja. Aber wie gesagt, die ganze Schaltwerkaktion haben wir halt die 11 Minuten verloren. Und ohne das wäre es halt eigentlich ein safes Ding gewesen. Und ja, also ich, meiner Meinung nach war das jetzt schon brutal stabil von uns dieses Jahr. Fall. Und ich habe auch das Gefühl, das ist halt gerade auch bei den ganzen Pro-Teams, die haben halt schon gecheckt, also auch so ein Schulter oder auch Specialized Racing, das ist halt das letztes Jahr nicht so, weil da hatten die anderen großen Teams schon auch, muss man sagen, das ein oder andere Problem. Also bei Scott zum Beispiel hat es halt einfach nicht so gepasst, da waren nicht beide Fahrer gleich stark. Gut, dieses Jahr, dass jetzt einer von beiden ein bisschen schwächelt, damit muss man rechnen, wie jetzt vielleicht der Frischknecht in dieser Episode, aber letztes Jahr hat es halt wirklich gar nicht gepasst bei Scott und da waren die einfach beim GC schon komplett raus und dieses Jahr war es halt einfach deswegen für mich persönlich halt voll zufriedenstellend, weil einfach die ganzen Top-Teams auch alle voll fahren konnten und wir halt trotzdem konkurrenzfähig waren und von dem her war das schon mega geil. Aber ihr wart jetzt trotzdem wieder nur mit euren beiden Federn da, oder? Das wollte ich auch Physios fragen, ja. Genau, wir hatten die ganze Zeit aber auch eine Physio, die Tanja mit dabei,
die aber Südafrikanerin ist und quasi waren da physiotechnisch immer top verpflegt. Dann ist unser Mechaniker, der Jens, noch da gewesen. Der ist zwar selber das Cape Epic gefahren, der wird uns aber dieses Jahr auch übers Jahr hinweg immer mehr unterstützen. Und der war noch dabei. Genau. Aber und ansonsten, genau, wir hatten noch von ein paar Spaniern noch Support. Also quasi was Radmechanik angeht. Also wir waren eigentlich schon top. Doppelt so groß wie letztes Jahr das Team. Weil was ich nur gesehen habe, als Blevins und BS erfahren haben, dass sie gewonnen haben, wie viele Leute mit einem Specialized-T-Shirt auf einmal im Zielraum standen. Also das war ja absurd. Also da standen irgendwie 10 Leute oder sogar noch mehr. Also das ist ja insane. Ja, also klar, wir hatten das Team jetzt erweitert und auch mit einem Local hier, mit einer lokalen Physiotherapeutin zusammengearbeitet, aber im Vergleich zu den anderen sind wir immer noch eine kleine Nummer. Wenn nicht sogar, also andere Amateurteams haben vielleicht sogar mehr Betreuer am Start. Und klar, es ist Specialized hier, die sind super vernetzt. Wir hatten heute eine kleine Tour da im Headquarter bekommen. Basti war auch dabei, also es war schon, ist schon beeindruckend. Das Headquarter Afrika ist auch hier in Stellenbosch ansässig und dementsprechend sind die hier auch zahlenmäßig super aufgestellt. Also an denen, da mangelt es bei denen an gar nichts. Also weder finanziell noch an Manpower, noch an irgendwelchem Equipment und Backup-Fahrer noch dabei. Richtig, also die hatten 4 Teams, glaube ich, am Start, auch mit Trinity. Von Trinity waren auch noch welche vertreten. Was mich auch gewundert hat, Christoph Sauser, ein alter Hase eigentlich, ist mit einem 18-Jährigen gefahren. Also voll der Alterskontrast. Und die sind auch noch relativ schnell gewesen sogar. Also hatten die in verschiedenen Positionen im GC oder im Fahrerfeld immer wieder so Rettungsanker platziert, dass wenn irgendwas megamäßig katastrophales passieren würde, dass man dann immer wieder auf die Backup-Teams zurückgreifen kann, Laufrad oder für einen Rahmen oder was weiß ich. Wollen wir Aubert das pitchen, dass ich euer Backup-Team nächstes Jahr bin? Mit mir. Aber Paul will ja nicht mit mir fahren, weil er glaubt nicht, dass ich bis dahin fit genug bin. Aber Andi, das bringt doch nichts, wenn die eine Stunde warten müssen. Eine Stunde ist jetzt nicht unrealistisch. Überall platziert, haben die doch gerade gesagt. Ja, genau. Aber Paul, ich würde auch weise wählen, weil das stellt natürlich jede Beziehung auch so ein bisschen auf die Probe. Wenn du eine Beziehung oder eine menschliche Beziehung wie austesten willst, dann nimm auf jeden Fall den Kandidaten dann mit zur KP-Pick. Ja, ich habe mit Andi. Danach weißt du mehr. Ich habe mit Andi schon sehr viel unsere gegenseitige Zuneigung und Beziehung ausgetestet. Und okay, sehr gut. Wir mögen uns immer noch und ich glaube, das wird jetzt. Also schlimmer kann es eh nicht mehr werden, von daher aber denkt ihr, dass ihr für nächstes Jahr irgendwie da nochmal einen Step gehen wollt oder gehen müsst auch, um euch selber so ein bisschen von Stress zu befreien und so halt so Micro-Adjustments, ne, um dann sicherzustellen, dass man das Ding gewinnt? Also was wir jetzt beide festgestellt haben, ist, dass das Overall-Level, dass es schon angehoben worden ist im Vergleich zu letztem Jahr. Also die Teams versuchen da an jeder Stellschraube zu drehen und auch wenn das von außen vielleicht für manchen oder gerade für die Straßenfraktion eher so ein bisschen hobbymäßig aussieht, wenn die Fahrer dann mit ihren Mini-Tool an den Rädern rumschrauben. Gar nicht. Also es war auch nicht irgendwie, also nicht negativ auffassen, aber die machen dann wirklich, die lassen da nichts auf den Zufall ankommen und die Marginal Gains, die wir nächstes Jahr rausholen werden und noch rausholen können, ist zum Beispiel Streckenkenntnis und was Trinkflaschen. Trinkflaschen, genau. Also vielleicht ein bisschen professionelleres Staff-Personal. Also wir hatten halt auch ein, zweimal eine Flasche verpasst oder genau, weil der Betreuer dann noch aufgeregter war als die Fahrer. Ja, es sind einfach so Kleinigkeiten. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht unseren Plan komplett über den Haufen werfen, aber auch einfach eine frühere Anreise oder auch mal ein bisschen länger hier im Vorfeld sich aufhalten, um sich ans Umfeld zu gewöhnen, an den Boden, weil es halt einfach noch was anderes ist. Ich meine, Paul, du hast uns auch besucht in der deutschen Toskana im Dezember und ist dann doch was anderes, bei 5 Grad im Regen im Matsch zu spielen und dann hier in den Flieger zu steigen und dann auf einmal musst du hier Vollgas geben
ja, zwischen irgendwas zwischen 20 Grad und 40 Grad mit Bodenbedingungen, die du hier, also in Europa, nicht simulieren kannst. Aber diese eine, ihr hattet ja schon sehr viel Matsch, muss man sagen. Ne? Ja, ich sehe das ja so ein bisschen zwei, oder ja, also klar, wenn man sich jetzt nur aufs Cape Epic, wenn das das einzige Rennen im Jahr ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier natürlich Monate vorher da zu sein oder zumindest mal ein paar Wochen, aber irgendwo muss man sich halt auch immer überlegen, dass die Saison halt doch noch ewig geht, und wenn man halt hier für das eine Rennen schon irgendwie einen ganzen Monat an oder vielleicht noch mehr an Travel-Aufwand hat, dann muss man halt auch schauen, dass einem hinten raus die Luft nicht ausgeht. Ich fand jetzt eigentlich dieses Jahr die Anreise, wir waren am Dienstag quasi in der Früh sind wir hier gelandet und am Sonntag ging das Rennen los. Wir hatten ein paar Tage zum Akklimatisieren, haben halt einen Dreierblock trainiert. Ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ein bisschen länger vorher kann man schon da sein. Wir überlegen auch, ob wir hier, wenn wir es so richtig auf die Südafrika-Schiene machen, ob wir hier noch im Vorfeld noch ein anderes, kleineres Etappenrennen, das Tankwa-Track fahren und vielleicht mal die Rennen in Spanien auslassen, die wir jetzt im Vorfeld gefahren sind, dass wir halt dann vielleicht wirklich hier einfach einen Monat lang sind. Schaden tut es wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es hat eigentlich ja doch alles ganz gut hingehauen. Und ich glaube, so grobe Fehler haben wir auch dieses Jahr nicht gemacht. Außer das mit dem Schaltwerk, was halt nicht wirklich in unseren Händen lag, wo wir halt ein bisschen ausgeliefert waren. Aber sowas kann halt einfach auch passieren. Ja, und ansonsten war eigentlich alles... Man muss ja eher die Frage stellen... Warum sind die anderen so scheiße mit so viel Vorbereitung? Ihr hättet ja trotzdem gewonnen. Naja, aber, das, aber die Aussage... Wie gesagt, wir waren ja auch top vorbereitet. Also wir, ja. Es ist ja nicht nur, weil irgendwie, keine Ahnung, doppelt oder dreimal so viel Stuff da ist, müssen die Fahrer ja nicht besser vorbereitet sein. Also wir haben, es wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen würden, wir sind scheiße vorbereitet ins Rennen gegangen. Klar, Baumi hatte seine Rückenprobleme, aber auch er hat nach bestem Gewissen alles gemacht, um wieder möglichst schnell aufs Rad zu kommen und hier möglichst schnell zu performen. Und ich glaube, gut, ich hatte jetzt keine wirklichen Probleme in der Vorbereitung. Bei mir war eigentlich schon alles, lief schon alles cremig und ich hatte jetzt keinen Stress. Aber trotzdem, also wir haben uns schon im Rahmen unserer Möglichkeiten halt maximal professionell auf das Rennen vorbereitet. Und ich glaube, da stehen wir den Jungs von den großen Werksteams in nichts nach. Also wir haben mittlerweile auch mit... Obea und Leard, also Leard ist eigentlich eine Enduro- und eine Motocross-Bekleidungsmarke hier aus Südafrika, haben jetzt zwei große Hauptsponsoren, die uns auch finanziell die Möglichkeiten geben, uns eigentlich wirklich professionell, oder wir brauchen uns jetzt keine Gedanken mehr zu machen, irgendwie Geld einzusparen, zumindest nicht, ja, klar, bei einem kleinen Rennstall wie unserem bleibt halt immer mehr für dich übrig, wenn du jetzt nicht ins teuerste Hotel gehst, aber im Endeffekt können wir machen, wie wir wollen, und wir haben alle Möglichkeiten, und von dem her stehen wir denen jetzt nichts nach. Also das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn wir uns hier als komplette, sag ich mal, Pleitegeier verkaufen, die irgendwie ach so beschissene Trainingsbedingungen haben. Also das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, weil du ja vorhin auch meintest, dass man Prioritäten, oder nicht Prioritäten setzen, aber gucken muss, weil die Saison ist noch lang, aber am Ende, wenn man das mal runterbricht, ist ja eigentlich Cape Epic das, was zählt für euch. Ne? Also ich meine, ihr werdet sehr wahrscheinlich... Das hat er nicht verstanden. Ihr werdet sehr wahrscheinlich ja also kein... Also für Georg fängt die Saison jetzt erst an. Ja, das ist vorbereitet. Ich will schon mal kurz... kann ich kurz mal einen Punkt machen? Nein, klar war es ein Höhepunkt. Es war ein Höhepunkt. Nee, aber warte mal kurz. Weil, wenn man jetzt einfach schaut, ne, ich weiß nicht, wie viel ihr mitbekommen habt, aber ihr wart ja auch im Frühstücksfernsehen und so. Also ihr habt ja eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, die man ja sonst nur bekommt, wenn man eine Tour, also wenn die denken, man gewinnt die Tour, ja, so, dann bekommt man diese Aufmerksamkeit auch natürlich irgendwie in einem Frühstücksfernsehen auf öffentlich-rechtlichen und so. Und ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich nicht einen Weltcup gewinnen. Also, ohne euch zu nahe zu treten, das wird jetzt eher schwer, denke ich mal, eventuell. Ich habe halt Bock. Ja, genau, aber das ist halt, aber das ist ja, ich meine, wenn das Ding noch... Aber selbst dann bist du nicht im Frühstücksfernsehen. Ja, aber ich gebe dir voll recht, Paul, das ist auch das der Punkt, jetzt haben wir gerade einen guten Moment gehabt hier, von sich nicht, Hände berührt. Nee, aber ich gebe dir voll recht, dass das die Einzigartigkeit von der Cape Epic, was die mediale Aufmerksamkeit angeht, im Mountainbike-Sport durch nichts zu ersetzen gibt. Also selbst ein Lukas Schwarzbauer
ist noch nicht im Frühstücksfernsehen gelaufen und er ist der seit Jahren erfolgreichste Mountainbiker und war ja auch schon hier zu Gast, super Typ. Der hat es auch noch nicht in die Sportschau irgendwie geschafft oder ins Frühstücksfernsehen. Und selbst wenn du hier irgendeinen, also Georg hängt halt, glaube ich, noch arg am Cross-Country-Sport mit Herzblut dran. Aber strategisch gesehen müssten wir aus meiner Sicht, und da sage ich jetzt mal einfach mal, auch wie er immer sagt, meiner Meinung nach, alles daran setzen und nichts im Zufall überlassen, um bei der Cup Epic nächstes Jahr wieder ganz oben zu stehen, weil die Cup Epic gibt uns die Relevanz und auch die Legitimation, als Rennstall wahrgenommen zu werden, aber auch auf allen Plattformen, nicht nur in unserer kleinen Bubble, sondern halt auch sowas wie du gesagt hast, im Frühstücksfernsehen, Morgenmagazin, was weiß ich. Jemand wie Karl Blatt hat sich auch sein ganzes Leben, seine sportliche Laufbahn irgendwie über die Cup Epic definiert und sich auch irgendwas aufgebaut, ohne einen Weltcup zu gewinnen. Und runtergebrochen interessiert sich keiner für irgendein C1-Rennen oder ein HC-Rennen. Ja gut, aber das, in der Schweiz. Also ich meine, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man für andere Sachen brennt. So, wenn du halt so wie Georg. Voll. Weil ich glaube, Georg wäre auch nicht so gut, wenn er nicht für die anderen Sachen brennen würde, weil also das ist da muss ich jetzt auch mal nochmal zwischengrätschen. Also erstens mal ist es mir natürlich schon klar, dass das Ding eine übelste Reichweite hat und dass wir auch nur deswegen wahrscheinlich mit unserem eigenen Projekt jetzt hier mit Speed Company so weit gekommen sind. Das ist natürlich die übelste Plattform und da muss man abliefern. Aber trotzdem bin ich halt da auch immer nicht so ein Fan davon. Dann ich weiß nicht, ob es das besser macht, wenn man jetzt hier halt sich komplett verrückt macht wegen dem Rennen, weil irgendwie wissen wir halt beide, wir haben das drauf und können da vorne mitfahren. Was wir vielleicht bei anderen großen Rennen wie im Weltcup jetzt aktuell noch nicht auf dem Kasten haben, muss man ganz ehrlich so sagen. Vielleicht wird es auch nie was im Weltcup, keine Ahnung, das wird sich noch zeigen. Aber bei dem Rennen funktioniert es auf jeden Fall. Aber ich denke mir halt auch immer, man muss halt auch immer die Kirche im Dorf lassen und irgendwie zu viel optimieren ist meiner Meinung nach irgendwo am Ende des Tages auch nicht so gut. Also ich meine, wir sind halt dann beide, wenn wir jetzt hier monatelang im Vorfeld schon da sind, auch viel von unseren Families getrennt und ich merke halt immer, dass mir persönlich dann sowas zum Beispiel auch wichtig ist, dass ich halt einfach auch meine Vorbereitungen daheim machen kann im gewohnten Umfeld und nicht irgendwie schon 4-5 Wochen lang vorm Rennen dann hier unten sitze und mich verrückt mache. So. Also, weißt, es muss ja nicht zwangsläufig die optimale Vorbereitung sein, dass man irgendwie schon monatelang vorher da ist und irgendwie den Boden, jedes Sandkorn mit dem Vornamen kennt, aber dafür irgendwie halt, keine Ahnung, sich komplett verrückt macht, so. Das ist halt meine Ansicht, so, dass man halt irgendwo so einen Zwischenweg finden muss. Das ist halt immer ein Kompromiss dann, ja. Ja, also ich finde es auch mega, dass ihr, oder eigentlich auch, dass Georg so diesen zweigleisigen Weg Vollgas durchzieht, weil es euch, glaube ich, auch extrem schnell macht in den Marathonrennen. Und Lukas setzt auf jeden Fall, glaube ich, mehr auf Marathon insgesamt. Ich glaube, da wird auch wieder Vollgas-Konzentration auf die WM stattfinden. Und das Duo funktioniert ja einfach. Man muss sich da halt irgendwie keine Sorgen machen und ihr macht euch wenig Sorgen und so wie es läuft, läuft es perfekt. Ja, ich glaube, unsere Stärken und Schwächen ergänzen sich ganz gut. Klar, wie Georg schon gesagt hat, zum Beispiel auch diese Ausgabe war er halt am Anfang einfach schneller oder stärker, spritziger und ich musste ihn eher so ausbremsen. Aber dafür hatte dann er dann die Unterstützung von mir dann gegen Ende. Und trotzdem, dass es irgendwelche Diskrepanzen gibt in der Stärken-Schwächen-Auslastung, sind die nicht so gravierend, dass man sich jetzt gegenseitig komplett ausbremst. Ich glaube, wir können da mehr voneinander profitieren, als dass man voneinander leidet. Nee, ich glaube, wir sollten euch noch ein bisschen Material für euren eigenen Podcast lassen, oder? Über das ihr reden könnt. Ja, genau. Aber ich will noch eine abschließende Frage stellen. Wird Speed Company in Zukunft jemals Pussy Tactics fahren? Paul, du hattest ja gesagt, dass du die Taktik so geil fandest, als du es gesehen hast, den einen vorzuschicken und der Stärkere gewinnt dann einen Sprint gegen die anderen. Ja, ja natürlich. Also ganz ehrlich. Das ist auch geil. Die Taktik war. Das war mir ja völlig klar, als die. Ja. Also rein als Rennfahrer, ey, richtige Taktik, aber natürlich kann ich verstehen, dass ihr das scheiße findet, aber ich war halt aber auch nicht vor Ort und für mich sah das so aus, dass ihr halt das halt auch geschehen lassen.
Weißt du, so. Ja, 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 also, genau. Aber so ich war auch nicht da. Das also, sah vom Felsen genau, so aus. Paul, ja. Das stimmt auch. Also, wir sind da oben den Berg hochgejuckelt. Und dann wussten halt Blevins und Pierce, genau da oben geht ein Trail los. Und wir wussten es halt nicht. Und dann haben sie sich halt vorbeigeschoben. Und ich dachte so, ah, krass, die können ja noch. Und dann fahren sie links weg und waren im Trail. Und wir waren halt hinten dran. Und ich habe genau gewusst, Alter, wir sind jetzt gefickt. Und dann ging halt, wie gesagt, die Lücke auf. Blevins fährt vor uns her, bremst uns aus. Dann hat sogar Biers noch einen Platten gehabt, so einen leichten Schleicher. Dann sind sie noch umso lahmer gefahren. Und jedes Mal, wenn es kurz Überholmöglichkeiten gab, hat er Blevins voll angetreten, dass wir nicht vorbeikamen. Es war mega arschlochmäßig. Also es war mega doof, aber wir waren halt einfach hinten gefangen und mir war völlig klar, jo. Und Baumi hat es angefangen. Und Baumi hat es so gewurmt, Alter. Aber, ey, und Jungs, dann aber. Hält ihm jemand das Mikrofon ins Gesicht. Wenn ihr es gewusst hättet, also wenn ihr an deren Stelle gewesen wärt, hättet ihr es nicht auch so gemacht, wenn die gleichen, also die gleichen Stärke-Schwäche-Verteilung, der eine kann sprinten, der andere nicht. Man hat einen Vorteil, weil man den Trail kennt. Also ich kann verstehen, dass ihr es scheiße findet und ich finde es auch nicht, also ich muss halt sagen, das ist halt Taktik, ne? Das ist halt Radrennen. Das ist halt, die haben halt einen Vorteil gehabt, den haben sie halt genutzt, finde ich legitim, aber ich kann auch voll verstehen und finde es gut, dass du danach sagst, Umfang. Ich finde es gut, dass du danach sagst, ey, das ist Pussy-Taktik. Also es ist nicht das Wort Pussy-Taktik, aber einfach nur, weil du sagst, also wo du halt in dem Moment die Emotionen sprechen lässt und das ist halt auch wichtig, wenn alle immer direkt überlegen, was sie da sagen. Und ihr habt euch auch am Ende, glaube ich, wieder ausgesprochen, oder? Und ja, nochmal passiert euch das halt nicht. Weißt du? Also. Nee, vielleicht bin ich auch der unkomplette Radfahrer in der Hinsicht, dass man, oder beziehungsweise, dass ich die Taktik noch nie angewandt habe oder noch nie drüber nachgedacht habe, so zu fahren in dem Stil. Vielleicht habe ich da auch persönlich was dazugelernt. Aber das ist halt wie beim Fußball irgendwie so auf Zeit spielen, wenn dann in einer Ecke dann so ein Dreieck gespielt wird. Also klar, es ist legitim, es steht in keinem Regelbuch, du darfst hier nicht im Dreieck den Ball hinherschieben. Aber trotzdem buhen die Fans und die anderen werden auch langsam nervös. Aber genau so habe ich mich gefühlt. Und ja, ich glaube, ich bin mir halt auch in der Rolle dann auch bewusst gewesen, ja, dass ich jetzt die Chance habe, da so ein bisschen Drama zu kreieren oder den Gefühl mal freien Lauf zu lassen. Und ich glaube, auch das Feedback, was ich bekommen habe von der Epic Series oder von den Veranstaltern, die fanden es, glaube ich, auch nicht schlecht, dass da so ein bisschen Spice reingekommen ist in die ganze Geschichte. Sowas wollen doch die Zuschauer sehen und ganz wir haben hören, ja. Ganz ehrlich. Und ey, und ist auch cool und korrekt, dass ihr sagt, ihr würdet es nicht machen. Ich würde es, ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich auch so nicht machen, aber ich kann es verstehen, dass sie es gemacht haben. So. Ja, Paul, man muss halt dazu sagen, der Umfang von dem, wie krass die uns da ausgebremst haben, war halt schon krass. Ja, aber das sieht man halt am Fernsehen nicht, ne? Also das ist, wir waren ja nicht, ich war nicht da und ich habe es nur gesehen und dachte, ja gut, kann man machen, ist jetzt nicht die geilste Taktik, kann man machen, aber war natürlich, aber ganz ehrlich, ich habe so viele Situationen gesehen mit dieser Rundfahrt, wo ich mir dachte, wo da irgendwie einer attackiert und der andere wartet und zieht danach. Ich glaube, die Etappe, ich weiß gar nicht, irgendeine andere Etappe, wo erst einer losfährt und dann sprintet der andere hinterher. Ja. Das ist ja eh. Ja, auf dieser, mit dem Roadfinish auf der Etappe, wo Georg so ein bisschen gelitten hat, da war das auch so. Ja, genau. Es ist halt, also man muss sagen, zusammenfassend, geiles Event, geile Veranstaltung, geile Show von euch und ist halt auch einfach für uns Deutsche immer wichtig, dass ein deutsches Team vorne fährt, ne? Dann fiebert man nochmal mehr mit. Von daher, ich glaube, ihr habt uns alle ganz gut entertained. Ja, freut uns. Freut uns, echt ja. Geil. Okay, ich hoffe, wir sehen uns im Oktober. Beim Rave? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich hoffe, beim Rave. Da gibt es schon irgendwas. Im Oktober und vorher im August. Im Ende Oktober. Ja, irgendwas mit Orbea ist ja auch noch geplant, glaube ich, ne? So war zumindest. Aber du meintest jetzt die Gravel-WM? Oder was? Nee, wann ist denn die? Nee, wir sehen uns ja mehrmals. Wir sehen uns bei der Gravel-WM, wir sehen uns beim Rave und wir sehen uns bei den Orbea-Tagen. Ah ja, und Marathon-WM, ist das auch noch ein Thema für dich? Nee, hab ich verworfen. Ah. Ich kann auch nicht alles machen. Ja, aber Paul, Cup Epic könnte auch mal so ein Ziel für dich sein. Guck mal, Lachlan Morten war am Start, dein Kollege Kiegel, Svensson. Partner suchen. Ja, ja, du brauchst einen Partner. Ich brauche einen kompetitiven Partner. Also ich weiß, ich kann da nicht vorne mitfahren, aber ich hätte zumindest das Gefühl,
Also ich möchte nicht ganz stark gehen und wissen, dass es hier nur ein Urlaub wird. Ich bin halt einfach noch zu ehrgeizig. Das wird's garantiert nicht. Ja. Ich habe auch mal, also ja, ganz ehrlich, ich habe Bock mit Andi, wenn wir beide die 40 überschreiten, habe ich Bock mit Andi da an den Start zu stehen, weil dann setzen wir uns jeden Abend dahin an Camper, trinken Sixer, alkoholfrei ist natürlich und genießen das. Aber bis dahin möchte ich mir gerne einfach noch die Karten legen und ja, mir mein Leben schönreden. Ja. Ist auch okay. Ja, geil. Gut. Viel Erfolg. Ja. Ist das jetzt eigentlich hier nur mir aufgefallen oder hat Lukas Baum Ähnlichkeit mit dem jungen Lance Armstrong? Ja, hat er. Dem jungen Lance Armstrong, ja gut. Hab aber noch zwei Hoden. Ich glaube, er hatte schon einen abgegeben zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, die positiv getestet war ich bisher auch nicht. Ja, aber so optisch, ganz ehrlich. Aber auf jeden Fall. Ja, optisch, ja, optisch. Ist nicht von der Hand zu weisen. Da müssen wir 2 Kilo ablegen im Gesicht und dann... Die Hairline vielleicht. Okay, Jungs, ich habe Hunger. Ja. Und Andi, glaube ich, auch. Wir müssen jetzt auch noch die 10 Flaschen Wein verdrücken, weil die haben wir gewonnen und die müssen weg. Oh ja. Wir haben keinen Platz mehr im Gepäck. Ja, ich würde sagen, Südafrika lockt sich jetzt langsam mal aus. Genau. Wie lange seid ihr noch da? Bis Freitag. Ja, Basti, viel Spaß noch. Komm gut heim und tschüss. Ciao, ciao, Paul. Ciao. War geil, ciao, danke für die Einladung. Ciao. Ciao.